Ich möchte Sie auf jeden Fall heute nochmal herzlich begrüßen zu unserem Live-Event, diesmal zum Ende des Monats. Wir werden das, wie gesagt, frequenziell weiter ausbauen mit der Tendenz, das auch, ja, vielleicht wöchentlich, aber auf jeden Fall noch mehrfach zu praktizieren, uns immer wieder Trader einzuladen. Und ich freue mich, dass wir heute den Jörg Schmidtschneider am Start haben, der auch schon im Mai zugegen war bei uns. Und das ist natürlich Grund genug, ihn da nochmal einzuladen, denn damals war die Nachfrage sehr hoch, wie auch heute. Und insofern wollen wir doch dann gleich mal auch sehen, was er so vom Markt hält. Vielleicht nochmal ein Feedback von den Teilnehmern. Ich weiß, es sind sehr, sehr viele, aber vielleicht meldet sich der ein oder andere, der das letzte Mal nicht dabei war, für den das heute praktisch das erste Mal ist. Dann mal kurz in den Chat ein Feedback geben. Vielleicht haben wir ja auch Wiederholungstäter, die praktisch vom letzten Mal oder auch vom vorletzten Mal sozusagen bei unserem letzten Live-Trading-Event mit Jens Klatt, der übrigens hier unser Morning Meeting immer auf dem JFD-Desktop gemacht. Ganz kleiner Hinweis hier an dieser Stelle. Unser Guidance-Desktop von JFD ist hier praktisch mit zahlreichen Live-Videos beseelt, die hier eben im Prinzip alle ablaufen und hier auch in unserem YouTube-Channel, der hier verknüpft ist, praktisch abrufbar ist oder sind die Videos, besser gesagt. Stell es mal in den Chat rein. An alle müsste jetzt hier der Link kommen. Dann können Sie übrigens auch interaktiv mit uns in Kontakt treten, neben dem Chat, den wir hier im Webinar haben. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal vor, bis 10:30 etwa anzufangen oder loszulegen, um die Märkte zu covern. Vielleicht hat ja auch der Jörg schon ein interessantes Setting, aufgrund dessen, dass der DAX ja sehr, sehr bullisch unterwegs ist aktuell. Ja, da kann man gleich mal so einen kleinen Marktview machen, eine kleine Marktbesprechung. Darum soll es ja auch heute gehen. Wir wollen im Prinzip die Märkte uns anschauen. Ich habe den Fokus speziell auf die Währungsmärkte. Der Jörg ist hier ein Stück weit flexibler, handelt auch Indizes und anderes. Insofern werden wir hier auf jeden Fall mal ein Stück weit den Tellerrand erweitern und eben sehen, was sich hier so Schönes bietet. Fragen, wenn Sie stellen wollen, jederzeit im Chat. Ich sehe das, wie gesagt, rund um die Uhr. Danke auch für das erste Feedback. Wer von Ihnen hier neu dabei ist, sind dann doch recht viele. Trotz dessen, dass die Anmeldungen, wie gesagt, hier auch richtig scharf hochgegangen sind. Das heißt, eben hier ist auch der Fokus immer wieder auf dem DAX und das Interesse beim DAX sicherlich. Bevor ich dann gleich mal zu Jörg schalte, um das Guten Morning mal so ein bisschen abzugrasen, vielleicht noch mal eine Frage an Sie, eben um auch festzustellen, hier nachzuhaken. Sind Sie im Schwerpunkt Intraday ausgerichtet? Also jetzt sind Sie natürlich in der Früh am Start, vielleicht auch vom Arbeitsplatz aus mit einem Tablet und Kopfhörern, ich weiß es nicht, aber geben Sie mal Feedback, ob Sie schwerpunktmäßig Intraday handeln und was. Also ich vermute, der DAX ist hier ganz hoch im Kurs, aber das würde mich mal einfach interessieren, um auch sozusagen mal zu wissen, wer uns denn gegenüber sitzt. Und wie wir sie da praktisch entsprechend versorgen können. Jawohl, Intraday FX, da geht es auch schon los. Haut das ruhig rein. Und wie gesagt, ich schaue mir den Chat dann in Ruhe an oder schaue in Ruhe durch. Kein Zwang, auch wenn jetzt hier mehrere hundert Meldungen kommen. Das ist definitiv von Interesse, weil ich eben gern mal weiß, wer da gegenüber sitzt und das im Prinzip auch für uns wichtig ist, damit wir sie praktisch auch an der richtigen Stelle abholen. So, jetzt suche ich mir mal den Jörg raus und würde mal kurz das Mikro freischalten. Ich glaube, Jörg, jetzt müsstest du zu hören sein, wenn ich mich nicht täusche. Guten Morgen. Perfekt, perfekt. Das hat schon mal geklappt. Hallo. Hey, sei Ja, gegrüßt. klar. Wunderbar. Jedenfalls. Ja, fantastisch. Bevor wir ein bisschen Markt-Talk vielleicht machen, soll ich dir den Bildschirm direkt mal geben und sagst vielleicht auch kurz was zu dir? Ja, klar, gerne. Pass auf, dann wie immer, ich werde dich mal kurz umswitchen. So, jetzt müsstest du gleich das Feedback bekommen, den Bildschirm übertragen zu können und dann haben wir es auch schon. So, Perfekt. rein theoretisch müsstet ihr jetzt was sehen. Die Leute schreiben noch fleißig, was sie schwerpunktmäßig handeln, wenn der ein oder andere dann einen kurzen Feedback gibt. Super. Nach dem Motto, ja, Bild zu sehen, ich sehe es, also müssten es alle anderen auch sehen. Das ist perfekt. Genau. Okay. Ja, erstmal willkommen nochmal, Jörg. Wunderbar. Wie gesagt, freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist. Und jetzt schauen wir mal, was der Tag heute bringt. Ich sehe schon wieder wilde Heike Naschi-Kerzen, mit denen ich auch Tuchfühlung bin, sozusagen. Auf jeden Fall sehr stark. Dann will ich dir dann gleich mal das Wort übergeben und dann lass uns einfach ganz ungezwungen wie beim letzten Mal loslegen. Wie gesagt, die Teilnehmer sind heiß. Und ich werde dann Super. mal nebenbei aus, was die Teilnehmer hier so gerne handeln. Aber ich denke, das Bild ist zu sehen. Und insofern, Okay. jetzt haben wir noch 9 Minuten, bis das Opening beim DAX losgeht. Ich sehe schon, du hast ein bisschen was gezeichnet.
Auch da fangen Ja. wir einfach mal an. Okay, also erstmal meiner Seite natürlich auch schönen guten Morgen an alle. Freut mich, dass die Teilnehmerzahlen hoch sind. Freut mich für JFD. Und ja, wer weiß, vielleicht können wir heute Morgen was Schönes zusammen zaubern. Wenn die Teilnehmer heiß sind, ich bin's und die Märkte scheinen es auch zu sein. Aber genau darüber werden wir uns ja heute unterhalten. Vielleicht zu mir ganz kurz. Jörg Schmidt-Schneider, ich werde dieses Jahr die 40 kratzen und ich bin in meinem ersten Leben bin ich eigentlich Unternehmer im Bereich der Immobilien und das Trading, mit dem habe ich vor rund 13 Jahren begonnen, mit allen Höhen und Tiefen, die in den letzten 13 Jahren natürlich auch dazugehört, mit unterschiedlichen Setups, mit Springen in den Zeiteinheiten, mit Springen in den Setups und überall den heiligen Gral gesucht und ja, ganz viele verschiedene Trading-Ansätze ausprobiert, damit auf die Nase bekommen, wiederum andere Trading-Ansätze ganz gut funktioniert. Immer versucht, das Ganze noch zu verfeinern, dann wird sich wieder auf die Nase bekommen. Also ich glaube, so das ganz normale Leben eines Traders, der nebenberuflich damit beginnt, autodidaktisch anfängt, sich die Dinge selber beizubringen. Ja, ich glaube von dem her, ich kann echt viel mit nachvollziehen, wie es vielen Trading-Anfängern da draußen geht und möchte heute Morgen so ein bisschen die Essenz aus den letzten 13 Jahren und vor allen Dingen aus meinen recht intensiven vergangenen 3, 4 Jahren hier haben wir mal ein bisschen meinen Einblick dazu gebe und meinen Handelsansatz, wie ich trade. Ich habe konkret, bei mir gibt es einen einzigen Ansatz, der überhaupt nur für mich das Wahre ist. Und zwar, das ist Markttechnik bzw. etwas verfeinert die Dow-How-Theorie. Das ist für mich das, wo ich am allerbesten damit klarkomme, weil ich begrenze mich nicht in Zeiteinheiten. Weil Märkte laufen immer in Bewegungen, Korrekturen, Bewegungen, Korrekturen. Die große Challenge bei diesem ganzen Thema ist nur die Verschachtelung der Trends und den richtigen Trend zu finden für die Handelsgröße, die ich jetzt gerade handeln möchte. Ich weiß nicht, Christian, musst du mir das nochmal sagen, nur mit dem Thema mit dem Agina Trader. Wir haben auf Agina Trader Basis haben wir Setups. Und die handeln wir und das ist eine sehr disziplinierte und ein sehr starres Regelwerk und da werde ich auch nachher nochmal drauf eingehen, dass als ich begonnen habe, nach starrem Regelwerk zu handeln, die Emotionen und die Interpretation rauszulassen, ab dem Moment hat es bei mir im Trading eigentlich einen Riesenschlag nach vorne gemacht. Und ich denke, das können wir heute am besten aufgrund von zum einen mal einer kurzen Marktbesprechung. Aber auch, ich möchte gern live traden, weil ich glaube, heute Morgen funktioniert was im kurzfristigen Bereich. Und ja, von dem her bitte immer, immer Fragen stellen. Denkt, Chris wird mich denn da damit versorgen mit den Fragen von euch. Und Absolut. ja, von dem her starten wir gleich mal los. Grundsätzlich, wenn ich jetzt dir heute Morgen, du hast mich gebeten, meinen Heike-Naschi-Ansatz zu handeln. Das mache ich sehr, sehr gern. Weil Heike-Naschi ist für mich für den kurzfristigen Handel auf 1 Minuten ein sehr sauberes und sehr einfaches Setup, das ich gerne handle. Aber natürlich auch, wenn ich im kurzfristigen Bereich unterwegs bin auf der Minute, dann muss ich wissen, in welche Richtung tendiert denn momentan der Markt und was sagt denn der Markt denn überhaupt. Und dazu gehe ich wie immer vom Groß ins Klein. Wenn wir uns hier den Tageschart im DAX mal anschauen, ich glaube, dann ist mehr wie eins sichtbar, dass wir uns hier gerade in einem absolut intakten Abwärtstrend bewegen. JFD hat ja dann neuerdings auch diesen Draw mit drin, diese Freizeichnung. Sehr schön, dass du das gerade nutzt, Jörg. Sehr gut. Ja, also von dem her, ich finde es unglaublich, also wie sich der MT4 bei euch entwickelt, super. Also auch das Mini-Terminal und so weiter, das sind perfekte Tools, um kurzfristig zu handeln und vor allem sie funktionieren halt richtig gut. Sehr gut, sehr gut. Also ich meine, dieser Abwärtstrend ist mehr wie eindeutig zu erkennen. Ihr seht, ich habe da in diesem Kasten, da habe ich mal die Korrekturzone,
eingezeichnet. Wir unterhalten uns hier immer das Gleiche über eine Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Wir sind also sehr tief jetzt wieder in dieser Korrekturzone hier mit drin. Und ich glaube, was mehr wie auch ersichtlich ist, ist, dass der Markt momentan uneinig ist. Ich meine, die Meldungen, die letzte Woche rauskamen, die Woche schon wieder rauskamen, das Thema mit der Präsidentschaftswahl in den USA und so weiter, das befeuert natürlich die Märkte insofern, dass sie momentan nicht in sauberen Trends laufen, sondern ganz viel Unschlüssigkeit. Also das heißt für mich grundsätzlich jetzt aktuelle Situation, wir befinden uns im DAX in einer Korrektur eines abwärts gerichteten Trends auf Tagesbasis. Gehen wir mal auf die Stunde rein. Auf Stunde sehen wir sehr schön eigentlich hier diesen auch abwärts gerichteten Kanal, wo der Markt immer hin und her springt. Er jumpt so zwischen den 10.730, dann mal wieder runter hier bei 10.316, da unten, da ist so ein bisschen, da ist ein bisschen Boden drin. Und in diesem Kanal, in dieser Korrektur, dieses abwärts gerichteten Trends, sind wir jetzt gerade wieder auf dem Weg nach oben. Ich schaue mir das jetzt auf 5-Minuten-Basis an, weil das ist ja das Entscheidende für mich, wenn ich jetzt nachher auf die ganz kurze Zeiteinheit runtergehe, auf die Minute. Und hier sehen wir letztendlich Folgendes, auch wieder mit diesem Drawing-Tool. Hier haben wir einen aufwärts gerichteten Trend. Und die Korrekturzone, die wir hier haben, ist ebenfalls wieder hier mit diesem Kasten eingezeichnet. Und das hier, das war die Eröffnung heute Morgen, der Teil hier. Und da sind wir gleich mal stark nach oben und haben das jetzt schon wieder abgebaut. Von dem her rein, was der Datenfeed jetzt hier angeht, sehe ich eine durchgängig grüne Kerze. Können wir aber gut vorstellen, dass das hier heute Morgen auch ein Gap war, was mir jetzt hier nicht ersichtlich ist. Hast du da noch andere Kursdaten, die jetzt gerade hier siehst, Chris? Also Xetra, wie gesagt, macht ja gleich auf. Und jetzt hast du hier die 24 Stunden, den DAX Cash, der hier durchläuft in der Nacht. Heike Naschige hat ja sozusagen sowieso keine Gaps drin. Die Glättung. Genau, aber der kommt, ich hab nachher, also gleich, wenn es jetzt das Opening gibt, und den Eurex-DAX kann man gleich mal an dieser Stelle einwerfen, den haben wir ja sozusagen auch im Fokus, dass der von 8 bis 22 Uhr durchläuft, also der DAX-Future sozusagen als CFD noch mit reinzubringen, dass wir den Kassa-DAX haben, den 24-Stunden-DAX und eben den Eurex-DAX, da hätten wir dann mit 8 Uhr Opening auch jetzt dann das Gap, von dem du gerade sprichst. In der 24-Stunden-Indikation leider natürlich jetzt nicht zu sehen, aber der Kassa-DAX, wie gesagt, der macht ja jetzt in einer Minute auf und schnippt ebenfalls nach oben. Letztlich mal abwarten, wie die Euphorie hier auch gekauft wird oder auch nicht. Letztlich ist das ja alles auf den Ölpreis und die Entscheidung der Drosselung so ein Stück weit fundamental zumindest zurückzuführen. Aber du sagst ja interessanterweise, man darf sehen, ob die untergeordnete Aufwärtswelle jetzt weitergeht oder eben nicht. Das wird das Spannende sein in den nächsten 1-2 Stunden, denke ich. Absolut. Hierzu vielleicht ein Grundsatz meines Tradings. Ich schaue mir das große und das kleine Bild an, um in etwa eine Tendenz zu bekommen, wo könnte es sich weiterentwickeln. Also das heißt, wo liegt die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass der Kurs weiterläuft. Aber Grundsatz Nummer 1 meines Tradings auf Heike Naschi ist, der Grundsatz meines Tradings auf Heike Naschi ist, trade, was du siehst. Also ich gehe nicht mit einer vorgefertigten Meinung jetzt hier in den Markt und sage, der muss doch jetzt weiter steigen oder der muss doch jetzt weiterfallen, sondern ich handle genau das, was ich sehe. Wenn ich sehe, dass der Markt nach oben will, auf Minutenbasis, dann mache ich das. Wenn ich sehe, dass da oben irgendwann die Luft eng wird auf Minutenbasis und eine Korrektur möglicherweise ansteht, dann bin ich raus. Und dann warte ich das Ding so lange ab, bis er wieder in meine Trendrichtung läuft, also in meine übergeordnete Trendrichtung, was jetzt hier, glaube mehr wie deutlich gerade hier auf Long ist. Und also diese Interpretation und dieses Thema, der Markt kann nicht mehr weiterlaufen, der kann nicht mehr weiterfallen, ich steige jetzt mal ein, ich mache jetzt hier, finde mir jetzt meine Position, das gibt es bei mir nicht mehr, sondern ich handle effektiv nur das, was ich tatsächlich sehe. Und da bietet sich Heike Naschi einfach wunderschön dafür an.
Vielleicht aber noch eins ganz kurz, das gehört zu mir zur normalen Handelsvorbereitung. Ich gucke mir immer noch schnell die Nachrichtenlage heute an, wann steht was an. Wir sehen hier eine Veränderung der Arbeitslosenquote, kommt heute 9.55 Uhr. Da ist die Prognose, dass es eine reduzierte Arbeitslosenquote gibt im Vergleich zum Vorjahr. Wir werden es mal sehen. Wir haben heute Nachmittag 14.30 Uhr BIP in den USA. Wir haben heute Abend oder heute Nachmittag schwebende Wohnungsverkäufe und heute Abend um 10 Janet Yellen, die nochmal spricht. Also das heißt, für uns jetzt in unserer Trading-Session, die wir miteinander haben, außer des 9.55 Uhr, keine großen entscheidenden Nachrichten, auf die wir achten müssen, weil wenn man natürlich auf Minutenbasis unterwegs ist, ich bin kein News-Trader, also von dem her, ich trade hier nicht die Erwartungen oder Enttäuschungen, die vielleicht am Markt kommen, sondern wenn ich weiß, dass da jetzt 9.55 Uhr entscheidende Nachrichten sind, dann schaue ich, dass ich so 10 Minuten davor und 10 Minuten danach einfach flat bin, nicht im Markt. Es sei denn, ich mache ein Swing Trading auf Stundenbasis oder sowieso auf Tagesbasis, dann sind auch hier die Nachrichtenlage, was 9.55 Uhr kommt, das interessiert den begrenzt. Aber gehen wir mal rüber jetzt. Soll ich jetzt beim DAX bleiben? Oder? Also wie gesagt, ich habe noch mal kurz das Feedback. Also ich kann den DAX, ich habe den Xetra DAX gerade bei mir noch mal aufgemacht mit dem Upgap, was wir jetzt gesehen haben. Wie gesagt, schön nach oben aufgerissen. Grundsätzlich kannst du da bleiben, wo du willst. Vom kleinen ersten Feedback mal, was die Teilnehmer sozusagen alles hier so durchhandeln, beziehungsweise es sind viele, viele, die Intraday tatsächlich unterwegs sind von den heutigen Teilnehmern. Also ich möchte fast sagen, bestimmt 80% der Meldungen, alles Intraday. Deswegen wahrscheinlich auch hier gerade zugegen. Also insofern hautnah dabei und interessant. Swing Trader sind auch ein paar dabei. Aber wie auch erwartet, tatsächlich DAX, Dow, ganz klar die Schwerpunktinstrumente. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch hier mal den Blick, du hast ja auch schon offen, US-Dollar-Yen, British-Pfund-US-Dollar, den Währungsmarkt. Sollte man durchaus auch mal mit einem Auge betrachten. Es gibt ja durchaus mehr als Indizes, ja, oder sagen wir mal speziell den Index DAX. Du hast ja vorhin gesagt, man braucht seine Settings und seine eigenen Vorgaben und da gehört sicherlich auch dazu, jetzt nicht das Lieblings-Underlying zu traden und da krampfhaft nach irgendwelchen Setups zu suchen, sondern eben eher lieber die Setups zu suchen bei irgendwelchen, in Anführungszeichen, Underlyings, vom Währungspaar über den Rohstoff bis zur Aktie oder auch den Index eben, um da eben auch dann die Filetstücke sozusagen rauszuschneiden, ne? Letztendlich, was wir wollen einen schönen Trend, weil wir sind ja alle, also ich bin Trendhändler, ja, eindeutiger Trendhändler. Das bedeutet, ich werde jetzt einen Teufel tun, im DAX hier irgendwelche Orders abzufeuern und ein Minus eventuell nach dem nächsten einzufahren, wenn ich hier keinen sauberen Trend gerade aktuell habe. Und wenn ich mir beispielsweise den US-Dollar, Japanisch, Yen angucke, dann sehe ich da einfach einen fantastischen Trend. Also wenn wir den hier mal auf der Minute runtergehen, also wer das Ding hier, diesen Aufwärtstrend hier auf der Minute nicht sieht und den handelt, dann weiß ich auch nicht. Und deswegen nicht verliebt sein in ein einziges Instrument, sondern oder in einen Wert, sondern einfach schauen, was läuft jetzt momentan gerade und wo kann ich mir jetzt gerade hier was Schönes rausschneiden. Mhm. Und im kurzfristigen Bereich ist für mich einfach eins wichtig, ich brauche so viel Traffic wie nur möglich. Also das heißt, einen klaren Trend und dann einfach ein Wert, der mir viel Liquidität bietet. Und das sind halt nun mal die Majors. Ne? Also das heißt, ich würde die Finger natürlich jetzt morgens von irgendeinem US-Wert weglassen, sondern würde das Ganze jetzt irgendwie mich auf den europäischen Markt konzentrieren. Das heißt, das, was jetzt auch in London gehandelt wird, das ist natürlich der Cable, das ist der US-Dollar-Yen und das ist der Euro-US-Dollar. Ganz genau, so ist es. Zum Währungsmarkt selber kann ich nachher dann vielleicht nochmal was einstreuen, aber ansonsten sehen wir hier auf jeden Fall, dass der DAX gerade kein Limit kennt, ne? Also das Upgap wird hier weiter gekauft, also auf jeden Fall eine starke Vorstellung, die wir hier sehen. Das findet sozusagen kein Ende. Ein starker Trend, man muss dann sehen, ob die Käufer das Ding eben aufrechterhalten können, aber hier Heike Naschik-Herzen technisch im 1-Minuten-Chart sieht man ja auch, die Hochs werden gekitzelt und mal sehen, wie es weitergeht. Ja, also Heike Naschi ist ja eine klassische Candlestick-Darstellung, die den Schlusskurs der Vorkerze mit einbezieht in der Zeichnung. Es ist eine Glättung des Ganzen. Die Hoch- und Tiefpunkte sind identisch zu einer normalen Candlestick. Was aber der Vorteil aus meiner Sicht
das Heike Naschi ist. Und ihr wisst ja, jeder Vorteil ist im Umkehrschluss ja auch wieder ein Nachteil oder eine Begrenzung. Der Vorteil ist, dass die Trends sehr schön geglättet werden. Ich habe das hier einfach mal ums Plakativ, um deutlich zu zeigen, schwarzer Hintergrund, steigende Kerzen sind weiß, fallende sind rot. Die Trends hier, die sind sehr, sehr sauber zu erkennen, beziehungsweise die Bewegungen und die Korrekturen. Die Begrenzung bei Heike Naschi ist eindeutig die, und die sehen wir jetzt eigentlich hier schön, als hier diese Eröffnungsphase war, 9 Uhr, 9 Uhr, 9.01 Uhr, 9.02 Uhr, 9.03 Uhr, sehen wir eigentlich, dass diese Heike Naschi Kerze in sehr großen Dimensionen ausfallen können. Das bedeutet, wenn wir das jetzt mal hier schnell auf dem normalen Candle uns auf Minutenbasis anschauen, sehen wir auch hier, dass natürlich die Candles hier groß sind, aber ich sehe hier sehr früh schon wieder eine Umkehr im Markt. Also das heißt, der Markt wurde hier dann abverkauft bis 10.533, hat dann sehr schnell sich wieder nach oben bewegt und die nächste Kerze war jetzt schon wieder eine grüne. Und das sehe ich hier auf Heike Naschi einfach zu spät. Wir lassen nachher mal die normale Candle und das Heike Naschi parallel laufen, so dass ihr das auch seht. Für mich überwiegen die Vorteile von meinem Heike Naschi Trading aber gegenüber dem klassischen Candle aus dem einfachen Grund, weil es mir mein eindeutiges Einstiegssignal zeigt und aber auch mein eindeutiges Ausstiegssignal im kurzfristigen Bereich. Was ist mein Ziel? Ich will die Bewegung mitnehmen und ich will die Bewegung so weit wie möglich mitnehmen. Das ist mein Target. Bedingt aber, dass ich mein Setup auf Heike Naschi hier sauber out traden kann. Und das, was ich jetzt hier heute Morgen um 9 gesehen habe, das wäre für mich kein sauberes Setup, weil was möchte ich? Ich möchte gern eine Bewegung und ich möchte, das habe ich hier nicht aktiviert, Benutzer Freehand Drawing, okay. Ich möchte gerne eine Bewegung und ich möchte eine Korrektur. Und in dieser Korrektur hier müssen meine Kerze, also meine Heike Naschi Kerzen, müssen kleiner werden. Warum? Wenn ich eine große Heike Naschi Kerze sehe, dann bedeutet es, da ist viel Traffic in dieser einen Minute drin gewesen. Das heißt, der Kurs hat eine ganz deutliche Bewegung in der Minute vollzogen. Und was ich möchte, ich hätte gerne eine abschwächende Kerzengröße. Das sehen wir beispielsweise hier, das ist zwar die falsche Uhrzeit dafür, aber wir sehen das Ganze hier in dem Bereich. Und diese kleine weiße Kerze, ich hoffe, das ist einigermaßen hier zu sehen. Ich mache da die Zeichnung so nochmal weg. Diese kleine Kerze hier, der Teil hier, das wäre eigentlich für mich so ein schönes Einstiegssignal. Wenn ich als nächste weiße Kerze beispielsweise denn sowas Großes habe, also das heißt eine rote abschwächende Kerze, dann plötzlich so eine große weiße, dann komme ich nicht mehr in den Markt rein. Das ist genau das gleiche wie jetzt gerade eben. Die Kerze hier, die ist mir zu groß, da komme ich nicht in den Markt rein. Das bedeutet, ich muss also hier sehr diszipliniert warten, bis ich ein vernünftiges Setup habe. Wenn der Markt denn zu weit gelaufen ist, ja Jesus Christ, dann ist er halt zu weit gelaufen. Aber ich habe aufgehört, Trades hinterher zu rennen, weil für mich geht es beim Trading darum, Geld zu verdienen und nicht Traden des Traden-Willens nach. Wenn es aber nur darauf geht, aufs Knöpfchen zu drücken und abzufeuern, dann mach irgendwas anderes. Also von dem her den Spiel nebenher Sudoku oder Tetris oder sonst irgendwas. Aber ich warte hier diszipliniert auf mein Setup und wenn ich es dann habe, aber dann gibt es für mich auch kein Halten mehr. Dann Market rein, kurzes Stop-Loss und das Ding laufen lassen, solange bis ich ein Gegensignal habe. Also das heißt für mich jetzt hier in DAX gerade aktuell nichts. Deswegen schiebe ich mir den jetzt hier ein bisschen klein und guck mal, ob wir irgendwo anders was Vernünftiges haben. Fangen wir mal mit dem Euro-US-Dollar. Schauen wir uns den mal an. Ganz kurz die Stunde. Ich habe hier das vorher mal ein bisschen vorbereitet. Absolute Uneinigkeit, brechende Trends. Wir wissen momentan nicht, in welche Richtung wir gehen beim Euro-US-Dollar.
Also von dem her ist das Ding für mich momentan sehr, sehr schwer zu handeln. Gucken wir uns das noch schnell auf die 5 Minuten an. Auch hier Uneinigkeit, kein klarer, sauberer Trend. Thema durch. Das Ding lasse ich momentan weg. Ja, das ist auch, wenn ich kurz einhaken darf, definitiv so, dass das Problem der Stunde, in Anführungszeichen nicht nur, sondern das Problem der letzten Wochen, die Range vom Euro-US-Dollar zieht sich immer mehr zusammen, ne? Und die Volatilität nimmt immer weiter ab. Wir sind jetzt schon auf knapp 55 Pips pro Tag runter. Eigentlich bewegt er sich das Doppelte, wenn denn die Vola normal ist. Und das hast du natürlich jetzt auch mit dem Sharp View ganz kurz schon erkannt. Dann lieber Finger weg, aber Euro-US-Dollar ist auch ein sehr, sehr gern gehandeltes Paar. Aber das Universum ist eben weitaus größer als dieses, sag ich mal, Vehikel. Und das aber muss man warum, auch achten. Warum wird denn der Euro-US-Dollar gern gehandelt? Sag mir doch mal einen Grund, warum. Warum der Euro-US-Dollar versus US-Dollar-Yen, Outcut, warum Euro-US-Dollar? In der Regel wegen dem sehr engen Spread und aufgrund dessen, dass sagen wir, die zwei größten Währungsnationen sozusagen in Anführungszeichen im Kontext stehen und eben da die Bekanntheit darüber hinausruft, zumal ja auch über 90% des reinen Forex-Handels ohnehin im Interbankenmarkt ablaufen. Also da haben jetzt eben mal die klassischen Trader recht wenig drin verloren. Dennoch ist eben da das Umsatzvolumen am größten aufgrund der ganzen Ströme, die da reinlaufen. Und grundsätzlich für den privaten Trader ist es eben interessant, aufgrund dessen, dass Euro-US-Dollar eben das liquideste Paar, wenn man es mal so sagen will, ist, eben der Spread so gering ist und eben jedem bekannt. Das ist ähnlich wie beim DAX, ne? Also ich meine, das kann man fast in Anführungszeichen beim Stammtisch immer mal so reinwerfen, da kann jeder irgendwas zu sagen. Das ist natürlich gefährlich fürs Trading, sich da auf weniger, also gerade jetzt DAX oder nur Euro-US-Dollar zu fokussieren, weil man da Gefahr läuft, eben die anderen Filetstücke, wie ich es denn so nenne, dann praktisch zu verpassen. Das ist allerdings definitiv ein großes Problem. Aber wie du schon sagst, Pfund zum Beispiel zurzeit auch wegen der Brexit-Geschichte immer wieder ein Thema und ich lese es auch gerade vom Andreas, British Pfund Yen zum Beispiel ist auch ein Währungspaar, was die Martha aus meinem Blog, die heute meine ich auch zugegen ist, Grüße an dieser Stelle, auch gern handelt. Man muss im Prinzip dann eben einfach schauen, wo geht Action ab und du hast US-Dollar Yen vorhin gehabt, British Pfund US-Dollar, da ist einfach mehr Bewegung und da kann man dann auch definitiv ausweichen, weil die Spreads sind auch dort. Ich sag mal, wir haben ja gerade die Core-Spreads aus dem Interbankenbereich nicht so klein wie beim US-Dollar, aber definitiv auch so, dass man hier im Intraday 1-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart auch durchaus handeln kann, ne? Also absolut, ich verstehe das auch, dass der Euro-US-Dollar so ein Lieblingskind ist, weil es natürlich wirklich eines der bekanntesten oder der meistgehandelten Währungspaare ist. Mhm. Aber wenn ich einfach sehe, dass da seit Tagen und seit Wochen eine Uneinigkeit drin ist, ständige Trendbrüche, ich nicht weiß, in welche Richtung sich das Ding wirklich entwickelt, dann lasse ich sogar im 1-Minuten-Chart die Finger davon, weil ich verbrenne mir da die Pfoten eigentlich nur. Und deswegen suche ich mir die Märkte, die funktionieren. Und gesetzt den Fall, ich finde keinen Markt, der jetzt aus meiner Sicht gerade funktioniert. Was wäre die logische Konsequenz daraus? Einfach mal die Füße stillhalten, ne? Genau, ganz genau. Man muss mir immer eines bewusst sein, wenn ich beispielsweise durch dieses Overtrading, wenn ich dann mein Depot um 10% schrumpfe, das bedeutet, ich muss danach einiges mehr wie 10% an Profit wieder mache, um wieder auf Null zu kommen. Und da ist manchmal die Frage, was ist euch euer Geld wert? Also ich weiß, was mir mein Geld wert ist, ich muss mir das selber erarbeiten, meine Kohle. Und für mich hat das Geld einen Wert und ich habe keine Lust, das einmal nur zu verfeuern, sondern ich will dann abdrücken, wenn ich sehe, dass die Wahrscheinlichkeiten groß sind. Also beispielsweise jetzt hier im Cable, oder? Wenn wir uns den hier mal schnell auf Tagesbasis angucken, absoluter Abwärtstrend hier unten, eindeutig, wir sind hier in der Seitwärtsphase auf ganz, ganz, ganz tiefem Niveau. Das bedeutet, wir hätten locker nochmal Platz hier beispielsweise bis hier auf die 1,38 etwa zu korrigieren, damit der klassische Trendhandel, dass die Korrektur weit gelaufen wäre. Also von dem her auch das Ding ist auf Tagesbasis momentan recht schwierig. Stundenbasis sehen wir denn hier auch, das ist nochmal auf Tagesbasis, ja, das ist dieser Kanal hier unter, da sind wir am unteren Ende. Stundenbasis, eindeutiger Abwärtstrend, den wir hier haben. Ich zeichne den schnell ein. Zack.
Hier auch wieder in der Korrekturphase. Auf 5-Minuten-Basis sehen wir allerdings einen Aufwärtstrend, sorry, der mehr wie unsauber ist. So grob. Ja, grob zu erkennen? Klar. Gut, wunderbar. Wenn wir uns das jetzt untergeordnet anschauen, dann haben wir hier natürlich auch wieder Trendbrüche über Trendbrüche über Trendbrüche. Ist ja keine Besonderheit in so einer großen Seitwärtsrange, in der wir uns gerade momentan hier befinden. Aber das würde bedeuten für mich, wenn ich jetzt den Cable mir anschaue, das heißt, wir sind hier in der Korrektur eines Aufwärtstrends. Die Korrekturzone in diesem Aufwärtstrend, die befindet sich hier. Da sind wir drin. Und wir sind jetzt wieder hier auf dem Weg in Richtung Bewegung. Also, das bedeutet für mich jetzt hier im Cable, wenn ich jetzt hier auf der Long-Basis ein schönes Setup finde, dann wäre das für mich was zu handeln. Gut. Nehmen wir den mal auf die Seite. Legen uns da hin. Und jetzt brauche ich nur noch den Cable hier dazu. Vom Screening her beschränkst du dich, sage ich mal, dann, ich meine, du hast ja dein Tool, wo wir nachher nochmal kurz drüber sprechen, aber im Schwerpunkt fokussierst du dich dann nur so auf zwei, drei Sachen, wo du dann Intraday, weil du handelst ja auch hier, wie gesagt, die 5 und die 1 Minute, das ist schon sehr, sehr aggressiv, da musst du ja auch am Desk sein. Also mehr als 3, 4 Underlines legst du dir dann nicht auf den Schirm, oder? Nein, 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 das geht gar nicht. Ich kann nachher mal schnell was zeigen, was wir im Agena Trader haben. Und du gibst mir dann nachher einfach ein Zeichen, wenn wir uns da mal drüber unterhalten sollen. Da habe ich die Möglichkeit, natürlich mehrere Märkte zu screenen, auf dieses Heike Nashi Setup hin. Aber jetzt hier, wie wir es jetzt hier miteinander handeln, bringt es überhaupt nichts, weil du verlierst nachher den Überblick und das ja, tut man sich selber und seiner Kohle keinen Gefallen. Okay, also ich habe weder im DAX noch im Cable momentan mein Setup. Und dann schauen wir uns jetzt mal den US-Dollar, Japanisch, Yen noch schnell an. Was noch reinkam gerade, Jörg, ist also britisch Pfund Yen, also auch ist ja als Biest bekannt, also ist ja ein sehr, sehr volatiles, schnippiges Währungspaar. Das kannst du gleich mal so dann auch mal nochmal im Fokus nehmen. Ist auch sicherlich ähnlich interessant. Also hier muss ich auch sagen, die Volatilität bei dem Währungspaar ist extrem hoch im Vergleich zum Euro, der hier irgendwo um 50 rumdümpelt. Sind wir hier beim britischen Pfund Yen. Ich müsste gleich mal aufrufen, wie die aktuellen Zahlen sind. Ich gucke gleich mal. 32, 1,99. Ich habe ihn gerade offen. Ich sehe es, genau. Ich meinte nur die Wolle, wo wir uns gerade bewegen. Da schau her, 150 Pips knapp bewegt sich das Ding am Tag. Hat aber heute auch schon 128 absolviert, also ist schon gut gelaufen am Morgen. Sieht man jetzt hier auf dem Tageschart, wo du hast, die Kerze ist heute höchst bullisch. Insofern muss man mal sehen, ob das Ding da weiterschnippt, aber kommt auch von unten. Ist jetzt auf Tagesbasis vielleicht korrektiv gesehen gar nicht so uninteressant, oder? Also wiederum, ich gehe mal gleich vor. Tageschart, eindeutiger Abwärtstrend, Stundenbasis dementsprechend ebenfalls Abwärtstrend. Ich muss dieses Zeichen-Ding hier wieder aktivieren. Oh, da, eindeutiger Abwärtstrend. So, tschack. Letzte Korrekturzone aus meiner Sicht ist hier. Stimmt das, was ich einzeichne? Ja. Korrekturzone. Das finde ich was Spannendes. Das sehe ich so oft. Gerade beispielsweise auf Stundenbasis, wenn wir uns die Trends hier anschauen. Wir haben hier oben das Hoch der Korrekturzone bei, was ist das, 1,32375 oder sowas. Und das wird kurz angehandelt, seht ihr das? Wir haben aber keinen Schlusskurs drunter. Und jetzt ist ja immer die große Frage, ist dieser Trend jetzt schon gebrochen, ja oder nein? Laut Regelwerk der Markttechnik sagt es, wir hatten ein höheres Hoch, also egal, irgendwann durchs Orderbuch lief die Order durch bei irgendwo 1,32, 3,45, somit ist der Abwärtstrend gebrochen. In der Dow-Theorie sagen wir Schlusskurs.
Schlusskurs aus dem Grund, weil wir das ganz oft sehen, dass das Ding angehandelt wurde, wir aber darunter wieder schließen. Das bedeutet für mich, zum aktuellen Zeitpunkt ist dieser Abwärtstrend nach wie vor intakt auf Stundenbasis. Gucken wir uns das Ganze auf 5-Minuten-Basis an, sehen wir natürlich einen ganz, ganz sauberen Aufwärtstrend. Ist ja klar, ich brauche einen sauberen Aufwärtstrend, weil ich hier natürlich diese Korrektur habe. Ne? Und die ist untergeordnet auf 5-Minuten-Basis, ist die natürlich hier ein sauberer Abwärtstrend. Der sieht folgendermaßen aus, einfach mal so. So, auch hier haben wir eine Korrekturzone. Die Korrekturzone, die verläuft hier. In die laufen wir jetzt wieder rein. Okay, also Stundenbasis sage ich, der Abwärtstrend ist noch intakt. Da sehen wir auch hier oben, wird sehr, sehr viel, das ist viel Bewegung, viel Uneinigkeit, hoch, runter, hoch, runter. Aber der ist jetzt tatsächlich schön und den hole ich mir jetzt mal in meiner Heike-Nashi-Darstellung. Da habe ich ein vorgefertigtes Template, Heike Nashi Black. Zack, mein Mini-Terminal öffnet es mir automatisch mit dazu. Ich muss nur noch auf die eine Minute runter. Und was sehe ich hier? Unsauberes Bild. Seht ihr das hier? Freehand Drawing. Dieser Teil hier. Ich meine, das ist natürlich gerade momentan überhaupt nichts zum Traden. Ne? Was schön ist, beispielsweise das hier, der Teil hier, der ist schön. Seht ihr das hier? Ich versuche das hier mal ein bisschen rein zu zoomen, sofern ich mich hier mit der Maschine, nee, geht leider nicht. Hier, eine Korrektur, kleiner werdende Kerze. Und dann neue weiße Kerzen, die die neue Bewegung andeuten. Also das Ding wäre hier super gewesen, der Teil hier, der wäre toll gewesen, der hier wäre super. Da sehen wir ein klares, sauberes Bild. Aber der Teil hier, da hätte es zwar zwei, dreimal auf die Mütze bekommen, da wäre es wieder ausgestiegen, aber letztendlich wäre das Ding laufen. Hier haben wir es jetzt momentan gerade schwer, aber den palten wir auf dem Radar, weil da bin ich davon überzeugt, da kriegen wir jetzt gleich was. So, und jetzt ist fertig, weil effektiv, ich kann nicht mehr wie drei Märkte momentan hier überwache. Und ich hoffe, das ist auch soweit in Ordnung für euch. Weil jetzt wollen wir traden. Okay? Ich denke schon. Also wie gesagt, wir haben ja vorhin gesagt, die Marktteilnehmer sind heiß, aber da ist natürlich auch ganz genau die Kunst, hier ein Stück weit auch mit Disziplin zu arbeiten. Ich habe im Chat auch nochmal die ein oder andere Frage zum Agena-Trader, die ich gleich vorab vielleicht, oder Agena, besser gesagt, sage ich mal Agena, wie man es spricht. Wie gesagt, da sind wir ja jetzt nach der Guidance-Einführung dran, als nächsten Step sozusagen die Implementierung da voranzutreiben. Die Gespräche laufen ja schon länger. So eine Geschichte ist leider nicht innerhalb von Tagen umsetzbar. Insofern bitte ich darum Geduld, aber wir sind auf jeden Fall dran, das jetzt in Sachen Anbindung da auch zu vollziehen. Aber sozusagen Education-Webinare oder jetzt komplette Einblicke, das wollen wir uns noch aufheben, gerade mit deinem Kompagnon Markus, Jörg. Ne? Also da sind wir ja schon auch seit langem im Gespräch. Wenn das kommt, dann werden wir auf jeden Fall hier auch Spezial-Webinare fahren, um das Thema aufzurollen, ein Stück weit die Funktionsweisen zu erklären. Macht jetzt heute wenig Sinn, sage ich mal, weil wir es jetzt noch nicht implementiert haben. Sicherlich mal kurz zum Schauen, aber im Schwerpunkt sind wir natürlich hier am Start und ich sage mal, was du jetzt sagen wir mal, als Desktop jetzt so aufbaust, ist ja auch das, was der Marktteilnehmer, der jetzt sozusagen auch mit dem klassischen MT4 arbeitet, sozusagen abhandeln kann. Fürs klassische Chartzeichnen und dergleichen kann ich euch nachher dann auch, was ich ja beim Wiesenradar auch immer mache, klassisch Guidance mal vorstellen, wo ja auch der Handel jetzt mittlerweile funktioniert. Also das Brokerage ist ja da angeschlossen und genauso wollen wir es ja praktisch auch mit dem Agena Trader machen, dass wir sozusagen ein Konto für mehrere Plattformen haben, also synchron laufend. Und das ist natürlich eine geile Geschichte sozusagen, dass man nicht dann irgendwie mehrere Accounts braucht, sondern eben ja gespiegelt, synchronisiert mit jedem Plattform-Tool, sei es jetzt webbasierend, sei es softwarebasierend oder was auch immer, auf sein Konto zugreifen kann und eben auch nach eigenem Dafürdüngen, nach eigenem Fasson dann sozusagen sein Lieblingstool nutzt. Der MetaTrader ist, wie gesagt, wirklich alt. Durch die Add-ons, das hast du vorhin ja auch schön gesagt, hat er definitiv ein Upgrade erfahren und ich nutze MetaTrader
Ja, weil Forex auch mein Schwerpunktmarkt und eben da der MetaTrader das Standalone-Objekt-Vehikel schon seit über 15 Jahren ist. Sage ich mal, auch schon ganz gängig, habe auch da die Expert Advisor, also die automatischen Programme, die ähnlich so ein Mini-Terminal gewisse Voreinstellungen immer vorwegnehmen oder auch automatisiert handeln, da schon integriert. Aber ansonsten reicht den Marktteilnehmern das, was du auf jeden Fall hier vorführst. Es kam nur noch mal eine Frage, Jörg, bitte noch mal der ein oder andere zu deinem Setup. Ja, also ich meine, du hast den markttechnischen Ansatz, wo du sagst, das ist auch wirklich, muss ich auch sagen, das ist die Quintessenz. Ja, ich meine, Korrektur, Bewegung, Indikatoren laufen dem Preis sowieso nur hinterher, ist alles ein bisschen schwierig. Insofern der blanke Chart, einfach nur die Price Action, das ist das, was zählt. Und das hast du auch schön visualisiert, vom großen bis in die kleine Zeitebene und dann suchst du was. Nur neben der Markttechnik, was ist jetzt so das Setup? Und das ist jetzt, denke ich, das, wo wir jetzt auch hinkommen, weil du ja sagst, du guckst jetzt mal, ob du abfeuern kannst oder der Markt dir eine Chance bietet. Und ich denke, das ist genau das, wo der zwei Marktteilnehmer bis jetzt gefragt haben, wie gehst du da genau vor? Der Ingolf, ganz kurz, alle Trades plattformübergreifend sind dann auch zu sehen, richtig. Also sowohl in Guidance, MetaTrader oder auch dann auf der anderen Plattform, die wir noch einführen, die sind alle synchronisiert und laufen und ticken auch gleich. Also es ist praktisch ein Konto auf allen Plattformen ersichtlich. Um die Frage vom Ingolf jetzt gerade noch zu beantworten. Ne? Okay, also ansonsten Frage stellen, shoot, tut euch keinen Zwang an und ich sage mal, ich gebe das Wort an Jörg. Ich kann, wie gesagt, zum Währungsmarkt dann auch nochmal was sagen, wie ich jetzt selbst vorgehe. Bin da sehr rudimentär, da will ich vielleicht nochmal ganz kurz einhaken. Auch bei mir war es so, wo ich die Trade-Frequenz gedrosselt habe, ist es besser geworden. Ja, also es ist tatsächlich so, dass man sagt, man sucht die Qualität und nicht Quantität. Und wenn man Trade verpasst, dann ist es halt so. Ja, aber durch die Reduzierung gewisser, sage ich mal, Aktivitäten und dann wirklich nur die wirklich sauberen, reinen Setups zu suchen, ist tatsächlich auch da eine Stabilität zu erkennen oder auch ein Zuwachs bzw. eine gewisse Wachstumskurve erhältlich, weil man eben sagt, man muss nicht jeden Trend oder Trade hinterherrennen, sondern man sucht sich eben das, was passt. Und das ist genau das, was du vorhin auch gesagt hast, wo man sagt, man muss nicht immer jedes Vehikel traden, sondern weniger ist da auch oft mehr. Ja, absolut. Absolut. Also zum Setup vielleicht Folgendes. Hier im DAX, da hätten wir jetzt vorher das Setup gehabt, da war ich aber gerade hier unten mit dem Beast beschäftigt. Folgende Situation, wir haben hier eine klare Bewegung nach unten, rot auf rot, das sieht man schlecht, in der Heike-Nashi-Darstellung. Was wir jetzt hier danach sehen, ist, dass wir mit der Kerze um 8.15 Uhr, also 9.15 Uhr, ich sage mal, einen sehr großen Docht oder eine Lunte nach unten haben. Wir haben hier dann, die nächsten zwei Kerzen sind kleiner. Das bedeutet einen abschwächenden Markt. Und dann habe ich eine kleine weiße Kerze. Und das wäre für mich mein Einstiegssignal gewesen auf Long, um hier dann nachher abzufeuern. Und das bedeutet, ich bleibe so lang in dem Trade drin, bis wir wieder einen Farbwechsel haben. Das heißt also, das ist wirklich keep it simple and stupid. Ganz so simpel und stupid ist es aber nicht, weil ich nicht bei jedem Farbwechsel aufs Knöpfchen drücken darf. Ja, wenn ihr beispielsweise mal die Historie anschaut, beispielsweise nur das was hier im frühen Morgen gelaufen ist, meine, hier sollte man sowieso die Finger von lassen. Wer hier tradet um 6 Uhr oder sowas, das ist ja total Geld verbrennen. Aber das wäre jetzt hier wunderbar gewesen. Wir haben ja eine Abwärtsbewegung und wir gehen momentan hier in Trendrichtung. Wir haben ja gesagt, wir sind hier momentan noch long ausgerichtet und zwar, weil wir diesen Kanal hier ja haben und noch Platz bis hoch, bis irgendwie 10.620 und der Markt scheint es hier momentan auch gerade zu machen. Ja, hier unten war mein Setup. Ich kam leider nicht rein, beziehungsweise ich habe es verpasst. Was mache ich? Ich lasse die Füße, also ich halte die Füße still. Die nächste Chance, die kommt bestimmt. Aber hier halte ich jetzt natürlich Augen und Ohren offen, dass wenn es das Ding weiter nach oben durchläuft, dann kommt es irgendwie irgendwann mal wieder nach unten. Und auf das warten wir jetzt. Also ich hoffe, Chris,
Hast du mein Setup verstanden? Ja, weil ich es selber auch kenne. Ich sag mal, das mit den kleinen Heike Naschi-Kerzen ist definitiv. Ich habe auch übrigens einen Algorithmus auf die Heike Naschi-Kerzen mal angesetzt, der im Prinzip die Kerzen da ein Stück weit scannt. Ich habe ja, das hatten wir das letzte Mal auch, die MACD-Candles da ja auch, die werden die Rainbow-Trader von mir kennen, die ich ja da auch fokussiere. Ja. Es sind ein Stück weit anders als die Heikes, aber man geht ja immer darum, dass man hier die ja, seine eigene Visualisierung dann sozusagen nach vorne bringt. Also ich habe es definitiv verstanden. Der ein oder andere Marktteilnehmer oder Webinarteilnehmer vielmehr, der dir jetzt nicht so folgen konnte, sei aufgerufen, das nochmal zu schreiben. Im Prinzip ist es ja klar, dass du eben auf die Kerzengröße achtest und dann auch noch unterscheidest, eben zu welcher Zeit tauchen die Kerzen auf. Und ich meine hier die kleine Doji-Kerze, die weiße, das ist natürlich so eine Art, ja, Unsicherheitskerze, wie geht es jetzt weiter? Und dann würdest du den Stopp theoretisch direkt unter die rote setzen oder hättest du da ein anderes Setting oder unter die weiße auch direkt beispielsweise? Entry wäre hier und Katastrophenstopp liegt da. Wenn jetzt aber die nächste Kerze beispielsweise eine rote ist, bin ich raus. Das heißt, da drücke ich manuell wieder drauf und bin weg. Was ich will in dem Moment, wenn ich einen Trade im kurzfristigen Bereich eingehe, ich will sofort eine Bestätigung. Das bedeutet, die nächste Kerze muss weiß sein. Die übernächste muss weiß sein. So, und dann lasse ich das Ding laufen. Jetzt sehen wir hier wieder sehr schön Heike Naschi. Ich gehe schnell drüber auf die Minute. So. Klassisches Beispiel. Wir haben hier den letzten Hochpunkt in diesem Aufwärtstrend. Was macht der Markt hier? Er schießt letztendlich durch den Punkt 2 durch, korrigiert nochmal ran. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt hier weiterläuft, ist hoch. Seht ihr jetzt den Unterschied praktisch zwischen der normalen Candle und der Heike Naschi? Im Heike Naschi bin ich immer noch auf Short. Hätte diesen Short aber jetzt natürlich auf gar keinen Fall genommen, aus dem einfachen Grund. Nicht einfach den Farbwechsel draufdrücken, sondern immer die Frage sich stellen, wo im Trend oder im Chart befinde ich mich gerade momentan. Das ist hier das ganz Entscheidende. Also nur blind ein Farbenspiel so à la Roulette, weiß und rot, oder wie ist schwarz und rot, ist glaube ich Roulette, darf ich hier nicht spielen, sondern ich muss hier wirklich sauber darauf achten, wo befinde ich mich im Chart. Der Trade jetzt hier vorher um 9:15 Uhr oder 9:17 Uhr, der wäre der Hammer gewesen, der wäre echt super schön, aber auch hier wäre jetzt mein manueller Entry gewesen. Das heißt, hier wäre ich jetzt wieder raus aus dem Markt. Ziel ist definitiv hier, diese Bewegung mitzunehmen. Das Ja, ist das Ziel. gerade zum Opening, ich sag mal, da kommt natürlich immer viel Bewegung rein. Also ich sag mal, es gibt ja auch die Open Range Taktik, ja, oder Open Range Strategy, ORB, oder Open Range Breakout, wie man es jetzt auch immer nennt. Gibt es ja viele Settings, die eben gerade so eine Markteröffnung impulsiv handeln wollen. Wobei ich da auch den Spruch gelesen habe vor längerer Zeit im Prinzip, dass die Retail- und Einsteiger sozusagen die Anfangskurse machen und die Profis dann die Trends unter dem Tag, weil eben auch am Anfang immer häufig schnippige Bewegungen stattfinden. Aber die kann man natürlich gerade im 1-Minuten-Chart hervorragend mitnehmen und sozusagen hier auf so eine Welle aufspringen, die Heike Naschi-Kerzen dann sehr, sehr, sehr schön symbolisieren. Es kamen hier aber einige Fragen rein, mein Großer, die ich jetzt mal kurz aufnehme. Und zwar zum einen, ist die Heike Naschi-Variante implementiert oder ein Special von JFD? Also die Heike Naschi-Kerzen, wer da Interesse hat, der kann an unseren Support schreiben. Der kriegt dann von mir im Prinzip das Template. Oder wenn du willst, kannst du mir dein vorgefertigtes Template, Jörg, auch dann sozusagen zur Verfügung stellen und dann können die Teilnehmer das praktisch genauso adaptieren in ihrem MetaTrader. Ist wie gesagt keine große Geschichte. Die Heike Naschi-Kerzen sind frei verfügbare Templates oder Kerzen, die man sozusagen auf den Chart legt und dann hat man es. Aber zum Trading-Ansatz nochmal, wo genau ist aber nur der Einstieg zum Open der nächsten Kerze oder über das Hoch mit Stop-Buy? Über dem weißen Doji. Wie wäre das also unten auf den Doji, auf das Setup direkt bezogen nochmal, Jörg? Das ist der, jetzt müssen wir mal kurz aufpassen, weil es könnte sein, dass wir gleich feuern können. Wir werden es jetzt hier an der Kerze hier sehen. Ich versuche das jetzt hier mal so groß wie möglich zu machen. Bei einer normalen Candle, da wissen wir ja dementsprechend, dass der Kerzenkörper die Eröffnung und den Schlusskurs darstellen. Das ist bei Heike Naschi nicht der Fall. Das bedeutet, bei der hier um 9:17 Uhr
können wir uns eigentlich gar nicht über diesem Hoch hier einstoppen lassen, weil mit großer Wahrscheinlichkeit, und das werden wir jetzt an der Kerze sehen, ist nämlich der Schlusskurs dieser Kerze, ist nämlich genau das Hoch. Das sehen wir jetzt hier bei der hier gleich. Das bedeutet, da müssen wir immer manuell rein. Was ich aber warte, ich warte eine Kerze ab, aha, so wie jetzt. Und wenn ich jetzt hier die Bestätigung bekomme, das heißt, wenn das Ding weiter nach oben anzieht, dann bin ich dabei. Genau, da ist die Frage im Prinzip ja tatsächlich beantwortet. Pascal, wie gesagt, die Frage auch beantwortet, wenn du die Heike-Nasche-Kerzen haben magst, jetzt bist du drin. Auch mit aggressivem Stopp, wie ich gerade sehe, direkt unter dem Low-Vorkerze. Ja, also ich habe hier immer, korrekterweise muss der jetzt darunter. Mhm. Ich habe nur immer eine kleine Punktezahl hier mit drin, damit ich zumindest mal meinen Katastrophenstopp habe. Mhm. So. Ja, genau. Und jetzt, wie gesagt, den Rest macht jetzt ohnehin der Markt. Rein Trend folgend sieht es jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Kerze weiß. Jetzt wäre natürlich eine bullische Heike-Nasche-Kerze ganz schön, die unten keinen Schatten hat. Mhm. Ne? Die jetzt zwar nicht dazu neigt, aber die nächste dürfte es dann werden, wenn es so passt. Also wie gesagt, den Heike-Nasche selbst, den könnt ihr, der ist jetzt nicht in den Add-ons dabei, also in unseren Add-ons-Packages, aber den könntest du über unseren Support at JFD Brokers auf jeden Fall abfragen und dann kriegt er dann eine E-Mail von mir und dann könnt ihr euch sozusagen das Template dann auf euren MetaTrader setzen. Eine andere interessante Frage noch, Jörg, vielleicht. Wie gehst du denn vor, wenn auf unterschiedlichen Zeiteinheiten dann Widersprüche entstehen? Sprich, du hast im 1-Minuten-Chart jetzt hier einen Aufwärtstrend, im 5-Minuten-Chart auch, aber in der Stunde oder im 15er wieder ein Abwärtstrend und im H4 oder Tag dann doch wieder ein Aufwärtstrend. Naja, die Frage ist ja nur die, ich muss wissen, wo ich mich im Chart befinde. Wenn ich jetzt beispielsweise auf Stundenbasis einen Abwärtstrend sehe, dann ist die Frage, wo befinde ich mich? Befinde ich mich in der Bewegung oder befinde ich mich in der Korrektur? Mhm. Wenn ich mich in der Bewegung befinde und ich würde auf 1 Minute beispielsweise long handeln, dann würde ich ja nur eine untergeordnete Korrektur damit traden. Also ich versuche eigentlich immer im übergeordneten Bild mitzugehen. Wir haben ja vorher gesehen im DAX, wir sind momentan auf Tagesbasis. Jetzt kann sein, dass ich jetzt gleich wieder rausgehe. Moment. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie gesagt, es hat gerade die neue Minute begonnen, neue Kerze entsprechend in den Markt geschossen und dann sehen wir auch die rechts drüben die rote Candlestick-Kerze, die hat den Heike-Nasche-Impuls so ein bisschen zerstört jetzt und man sieht jetzt nachfolgend dass die Kerze jetzt tatsächlich dann rote Form annimmt und dann sozusagen das bullische Momentum, was ja erwartet wurde, jetzt haben wir dann auch in, was sind das jetzt hier, in 10, 15 Minuten kommen auch die Zahlen, die jetzt nicht so weltbewegend jetzt Einfluss auf den Markt haben, aber können natürlich dann auch nochmal zu einem Spike führen, hier die Arbeitslosengeschichte aus Deutschland. So. Wow. Das ist ein Phänomen, das wir jetzt hier gerade sehen, das es echt oft gibt. Wir haben eine Uneinigkeit im Markt und haben eine kurze rote Kerze zwischendrin. Das heißt, jetzt war von mir Warnsignal, oder? Rote Kerze, Schmidt-Schneider nimmt den Finger an Abzug, weil ich habe keinen Bock, dass mir das Ding in Stop-Loss reinläuft. Also dieser Stop-Loss darunter ist für mich eigentlich nur mein Katastrophenstopp. Wenn das Ding jetzt wirklich aus irgendwelchen Gründen unter durchnagelt, mir der Rechner abbraucht oder ich gerade irgendwie in Sekundenschlaf verfalle soll. Das passiert hoffentlich nicht. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, den Worst-Case-Stop, ganz, ganz wichtig. Wir hatten beim Live-Trading dieses Mal in Frankfurt, kurze Anekdote, tatsächlich einen Stromausfall. Mitten im Live-Event, ja, die Trader waren positioniert und das ist so ein Punkt, wo du sagst, also ich sag mal, sollte man übers Risiko auch nachdenken, ja, und definitiv auch ein Risiko akzeptieren und auch eine Order mit einem Risiko Worst-Case-Stop versehen, weil gerade, wie du sagst, irgendwas kann passieren, sei es auch nur ein Stromausfall und du bist mit einer Order drin ohne Stopp, beispielsweise dann auch noch eine falsche Lotzahl abgefeuert und genau in dem Moment geht dein Internet offline und dann stehst du aber da. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, die Surfer oder unsere Surfer sind ja, wie gesagt, dann gekoppelt von der Homestation. Das heißt, wenn die Order abgefeuert ist, liegt das natürlich auf unseren Surfern und dann kann ein Stromausfall zu Hause bei jemandem sonst wie sein. Die Order wird dann ausgeführt, wenn der Stopp erreicht wird. Und das ist natürlich wichtig. Aber da muss jeder sich klar drüber sein, eben so ein Stopp und die Add-ons machen das sehr schön.
dass du praktisch mit Entry-Order-Aufgabe einen Stop und aber gleichzeitig auch einen Take-Profit natürlich aufgeben kannst, den du ja so nicht verwendest. Ist auch, ich will nicht sagen eine Besonderheit, aber markttechnisch bedingt, dass du den Trend so lange reiten willst, wie geht, und dann im Prinzip ja auf die Umkehrkerze in Form von einer Heike-Nasche-Kerze wartest, bevor du dann rausgehst, ne? Genau. Ja, also jetzt hier in dem Fall, ja, war die richtige Entscheidung, definitiv drin zu bleiben. Ich bin nach wie vor regelkonform. Ich habe eine Bewegung, ich habe eine Korrektur, ich habe die erste kleinere Heike-Naschi-Kerze, die jetzt hier wieder weiß ist. Ich habe da meinen Entry gemacht, ich habe meinen Stop momentan richtig liegen. Ich habe noch kein Ausstiegssignal, aber was ich jetzt hier die letzten 4, 5 Minuten sehe, na, ist jetzt nicht so, dass das Ding in der nächsten 2, 3 Minuten gleich nach oben schießt. Und von dem her, Finger kommt jetzt wieder ein Abzug. Und was Ja. ich nicht mache, vielleicht ist jetzt hier ein schönes Beispiel, ich gehe jetzt hier manuell nicht raus, weil kann gut möglich sein, wir sind jetzt hier um den Punkt 2 rum. Ne? Also das heißt, hier um den Punkt 2 rum gibt es ganz oft Traffic. Da versuchen die das Ding nochmal runter zu handeln und nochmal günstig in den Markt zu kommen und dann schießt es nach oben durch. Also das heißt, du darfst aber bei diesem Heike-Naschi-Setup jetzt nicht zu nervös werden. Also das heißt, nicht dauernd den Finger nur am Abzug. Ich meine, man sieht ja auch sehr schön, achtest du so auf Inside-Bars, auf den höheren Zeitebenen? Also ich meine, das ist natürlich jetzt immer so ein Geschiebe, ne? Wo man sagt, ich denke mal M5 oder jetzt M15 dürfte hier so ein Inside dann fast Ja, sein oder was auch immer. Also letztlich, absolut. das ist natürlich immer so ein Hin- und Hergeziehe, was auch, wenn man da zu aktiv oder auch zu vorschnell immer ein- und aussteigt, ja, definitiv die Taschen und das Konto leer machen, weil man sucht ja saubere Trends und jetzt bist du hier praktisch in so eine Konstellation reingerutscht, wo der Markt eben, wie du schon sagst, gerade beim Punkt 2, über den Punkt 2 immer mal wieder anhandelt und so richtig nicht weiß, wo er hingeht. Man könnte jetzt auch sagen, das ist ein Stück weit newsbedingt. Wobei ich jetzt sagen muss, die Zahlen aus dem deutschsprachigen Raum, wie gesagt, Arbeitslosenzahl, der wird immer auch natürlich Aufmerksamkeit geschenkt, aber ich habe jetzt in der Vergangenheit nicht so starke Eruptionen am Markt erlebt, wie jetzt zum Beispiel zu Non-Farm Payrolls aus den USA. Das ist natürlich ein ganz anderes Level. Aber man sieht, dass der Markt hier eine gewisse Unsicherheit an den Tag legt, jetzt vor den Zahlen, die jetzt dann in 10, 12 Minuten kommen. Und da muss man Genau. mal sehen. Ich denke jetzt, es wird sich wahrscheinlich bis dahin ziehen. Also ich glaube, der Markt hat jetzt hier die Erwartungshaltung, dann auf eine gewisse Interpretation der Nachrichten zu reagieren. Also für mich gibt es jetzt hier, Moment, hier noch diese Order History. Zack. Für mich gibt es jetzt hier noch genau eine Minute bzw. zwei, wo ich mir das ganze Spiel anschaue und dann bin ich raus, weil letztendlich mein Tradingplan geht seit 6 Minuten schon nicht auf. Also von dem her, ich bin auf Minutenbasis unterwegs. Was will ich jetzt da? Ich kann jederzeit ein Re-Entry machen Da hast und du allerdings auch was sehr Schönes angesprochen. Ist bei mir genauso. Also man nennt das ja auch so eine Art Timestop. Und tschüss, aus die Maus. Man nennt das ja auch eine Art Timestop, ne? Also wenn jetzt, sag ich mal, bei mir ist es auch so, da gibt es jetzt keinen Fixum, aber ich sag mal so 5 bis 7, maximal vielleicht 9, aber eher so 5 bis 7 Perioden, je nach Zeitfenster. Wenn das Setup da nicht angelaufen ist, dann muss man sich die Frage stellen, ob das überhaupt noch existent ist, ne? Das damalige Einstiegssignal, weil von dem Einpunkt, sag ich schon, den Einstieg des Entries, also Entry-Einstieg, sollte sich natürlich eine Erwartungshaltung dann auch erfüllen und je weiter dann praktisch die Zeit vom Entry weggeht, desto schwammiger wird es, den Entry dann aufrechtzuerhalten, beziehungsweise das Setup, und das ist genau das, wo man dann auch sagt, man nennt es ja klassisch Timestop, dass man dann nach einem bestimmten Punkt sagt, man geht raus und man nähert sich ja, das ist jetzt ähnlich wie bei dir, mehr und mehr dann dem Glücksspiel, weißt du? Ich meine, es kann jetzt dann in 10 Minuten nach oben und unten gehen, ja, und dann, man kann auch einen Lucky Shot dann sozusagen versenken, das ist gut, aber so rein vom Setup, was du ja gesucht und gehandelt hast auch, löst es sich mehr und mehr, je weiter die Zeit voranschreitet, auf, ne? ja, und das ist ja das, wir sind ja an der Börse da, ich sage jetzt mal, beständig Gewinne zu erwirtschaften. Das ist mein Ziel und das ist ja, glaube ich, die Challenge, die jeder da draußen hat, beständig Gewinne zu erwirtschaften. Ich meine, da verlässt du dich jetzt auf einen Lucky Shot oder auf Glück. Ich meine, ganz ehrlich, derjenige, der den Lucky Shot hat und das Ding jetzt irgendwie nachher irgendwie um
50 Punkte aus meines Willen nach oben schießen sollte, der freut sich natürlich tierisch drüber. Aber kannst du mir mal verraten, wie du das duplizieren willst? Eben nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert eben nicht. Und dann hast du genau diesen Lucky Shot, dass deine 50 Punkte und mit dem nächsten Trading oder den nächsten Trades verballerst du die 50 gerade wieder. Und das finde ich, das ist einfach das, wo bei mir irgendwann mal Klick gemacht hat und gesagt hat, okay, nein, ich habe meine disziplinierten Setups und die handle ich. Und ich weine keinem Trade hinterher, ich weine keinem Kurs hinterher. Das Einzige, was ich wirklich hinterher weine, ist, wenn ich ein Minus mache und mich nicht an meine Regeln gehalten habe. Dann weine ich. Aber ansonsten ist mir das völlig egal. Also es wird morgen genauso, die Börse gibt es morgen genauso und ich werde morgen mir irgendwann auch wieder ein Zeitfenster rausschneiden können, wo ich traden kann. Ich glaube, es ist nur ein ganz entscheidender Punkt, da können wir jetzt drüber quatschen, solange wir hier jetzt wirklich gerade überhaupt nichts sehen. Also Cable nix im Beast, das Beast ist gerade irgendwie mehr wie handzahm. Also von dem her können wir vielleicht gerade da kurz drüber sprechen. Wenn ich natürlich mit der Illusion beispielsweise mich jetzt hier an die Börse setze und sage, so, Target ist, ich will jeden Tag 200 Euro verdienen, rechne mir das hoch, oh, super Mensch, das sind ja in der Woche, das ist ja richtig Geld, das sind 1.000 Euro in der Woche, auch 4 Wochen habe ich dementsprechend im Monat, das ist ja super, dann mache ich mal schnell 4 Mille im Monat, sage meinem Chef, du warst ein netter Kerl, ich kenne jetzt einen besseren und zwar das bin ich. Und verdiene da damit Geld. Das heißt, wenn ich plötzlich den Zwang habe, da damit Kohle zu verdienen müssen, ich glaube, dann ist es extrem schwer, diszipliniert zu sein und einfach Trades an sich vorbeisausen lasse. Dann hasche ich immer der Kohle hinterher. Wenn ich mit der Einstellung rangehe, ich eröffne mir jetzt beispielsweise ein 1.000-Euro-Konto und katapultiere das jetzt gleich mal auf 10 und nach den 10 mache ich aus den 10 mache ich 100 und danach sage ich meinem Chef, er kann mich kreuzweise. Ich glaube, dann habe ich den gleichen Druck psychisch, dass es schwerfällt, diszipliniert zu sein. Also das heißt, du musst dir einfach die Frage stellen, was willst du überhaupt an der Börse machen? Ja, also dass die Begeisterung dafür da ist, gar keine Frage, dass wir dafür Geld verdienen wollen, auch keine Frage, aber wir müssen immer wissen, was ist realistisch. Wenn ich heute mit einem 100.000 Euro Konto komme, oder mit 200.000 Euro Konto und ich versuche mir am Tag irgendwo, ich sage jetzt mal so 200, 300 Euro rauszuschneiden, dann sage ich, das ist mehr wie realistisch, weil dann kannst du nämlich mal ganz entspannt mal 3, 4 Tage nichts machen oder irgendwie nach 5 Minus-Trades und sagen, jetzt heute habe ich irgendwie den Groove nicht dazu, jetzt lasse ich das Ding mal, dann bist du entspannt. Das war aber 1.000 Euro und du musst 200 am Tag machen wollen. Ich meine, da sitzt du vorm Rechner, da bist du alles andere wie entspannt. Da wirst du wahrscheinlich 6.36 Uhr, nachdem du 6.35 Uhr aufgewacht bist, den ersten Trade abfeuern und dich ärgern, dass irgendwie 22.47 Uhr ist und mit großer Wahrscheinlichkeit gleich überhaupt null Traffic mehr im Markt ist. Das darf's aus meiner Sicht und das kann es aus meiner Sicht auch nicht sein. Also von dem her immer, sei dir bewusst, was du machen willst und warum du es machen willst und hab die Power einfach auch mal nichts zu tun. Ja, da sprichst du auch so von einem Tradingplan etc. Da muss man wirklich tief, das ist ja wie gesagt, das ist ja jetzt keine Spielwiese, das vergessen eben viele oder den Casino-Besuch. Ne? Also ich meine, da verdienen die gegnerischen Marktteilnehmer, die das professionell angehen, eben immer viel Geld, weil wenn eben unvorbereitete und sag ich mal illusorische Vorstellungen da vorherrschen, wird im Prinzip ja mehr Geld verbrannt und das ist leider Gottes eben auch die Regel, weil die meisten das eben mit einem Dschungelkampf irgendwie verwechseln. Da eben den kurzen Kick und das Abenteuer zu suchen, das sollte man schon mit einer gewissen Professionalität rangehen, auch gerade, weil es eben um das eigene Geld geht. Ne? Das ist immer mal schnell gesagt, ich zahle 500 ein, ich zahle 1.000 ein und zockt in Anführungszeichen jetzt mal damit, dass das natürlich nichts werden kann, das ist fast schon klar, aber das ist das Futter, wo wirklich auch viele andere Broker, die jetzt auch gerade Market Maker sind, die nehmen dann gern die Gegenposition vom Trader ein, ja, also die Order wird eben nicht an den Markt weitergeleitet, sondern in-house gehalten und jeder Verlust von dem Trader ist dann praktisch noch ein zusätzlicher Gewinn für den Broker, ja, und das ist in der Branche bei den Market Makern mehr als üblich, ja, dass man dann auch scannt, welcher Trader ist denn erfolgreich, welcher nicht und der dann nicht erfolgreich ist, gegen den wird man gnadenlos gehandelt, beziehungsweise die Order in die eigenen Bücher genommen und das ist ein profitables Geschäft, was wie gesagt, leider Gottes stattfindet, was wir bei JFD gar nicht machen dürfen, weil wir auch gar keine Market Maker Lizenz haben.
Aber es gibt eben viele, die das eben tatsächlich praktizieren und dann an den Verlusten der Kunden gewinnen, weil eben die Kunden immer mit der falschen Vorstellung an den Markt gehen. Aber pass auf, ich habe noch direkt ein, zwei, drei Fragen. Der Dieter sagt, Ja. achtest du auf das Vortageshoch, Vortagestief? Das haben wir ja auch als Add-on mit in unserem Package drin, dass du dir das Ja. automatisch einzeichnen kannst. Also Daily High, Daily Low und Richtig. auch Weekly High, Weekly Low. Achtest du da persönlich Ja. drauf oder ist das eher irrelevant für dich? Ne, ich sehe es ja, ich sehe es ja eigentlich im Trend. Also ich sehe es hier. Das sind hier für mich die markanten Hoch- und Tiefpunkte. Ich achte persönlich da nicht drauf, nein. Dann noch was anderes. Handelt Jörg dieses Heike-Nasche Setup ab 1-Minuten-Chart auch in höheren Zeitebenen? Oder gibt es da von dir eine Erfahrung, eine Statistik, wo das am besten funktioniert, in Anführungszeichen? Ich habe mich schon viel damit auseinandergesetzt, ob das im Swing Trading schön einzusetzen ist. Ist es. Also das ist wirklich, das ist total easy. Öffnet euch einen Chart, nehmt irgendwie ein H4 oder sonst irgendwas. Also ich nehme hier mal, also ich den Outcut, oder? Vorlagen. Heike-Nashi. Ich habe da noch die klassische Heiken, also hier einfach nur mit hellem Hintergrund. Guck uns das mal auf H4 an. Guck mal, was ihr da seht. Ja, das Entscheidende ist halt hier, ich darf in diesen Phasen hier, wo ich abwechselnde Kerzen habe, da muss ich halt die Power haben, um mal die Füße still zu halten, weil hier würde genau das gleiche Setup wäre hier der Fall. Ich habe hier eine Korrektur, ich habe hier eine neue Bewegung beispielsweise, die angeht. Also das heißt, da wäre hier die alte Korrekturzone. Das bedeutet, der hier wäre eigentlich prädestiniert hier für den Einstieg. Sorry, sieht man nicht. Da kommst du jetzt gleich zu einem Punkt. Die Frage kam auch im Chat, das ist ganz wichtig auf jeden Fall, wie du das natürlich ein bisschen unterscheidest. Und da ist der Blick auf die höheren Timeframes ganz wichtig, um eben solche Range-Phasen, also du kannst ja nicht jede rote Kerze shorten und jede grüne in dem Fall jetzt long traden. Das kann Genau. gerade jetzt in der Mittelphase da zu einem Art, also Seitwärtsphasen sind definitiv der Kill für viele Trader, es sei denn, sie traden eben Ranges. Absolut. Aber das ist genau der Punkt, wo man sagt, da schaffst du dir natürlich mit dem Markttechnik oder Do-Ho-Setup eine gewisse Basis, um dann den Filter draufzusetzen, ist das jetzt ein Trend, den du handeln willst oder nicht, ne? Ja. Guckt euch doch das mal an hier, oder? Wir haben hier mehr wie ein astreiner Trend. Absoluten Traum. Das bedeutet, und hier ist ja eigentlich schon wieder die neue Bewegung. Wenn ich mir jetzt das hier anschaue, diese neue Bewegung, dann sehe ich ja hier untergeordnet wieder einen Trend. Richtig? So, der ist wieder tief in der Korrektur und hat auch hier wieder eine Korrekturzone. Also das bedeutet, wenn jetzt einer Swing Trading machen möchte im Aussie-Dollar-Cut, dann wäre für mich hier folgende Situation, abwarten, bis wir hier eine grüne Kerze haben. Das heißt, wir sind hier in der Korrekturzone. Das ist jetzt nicht ganz sauber und korrekt eingezeichnet, sorry. Das wäre so. Die Korrekturzone bleibt trotzdem gleich, die haben wir hier. Also von dem her, wir sind auf dem Weg Richtung Korrekturzone. Wenn ich jetzt hier eine grüne Kerze habe, draufdrücken, Ziel wäre dementsprechend jetzt hier beim Swing Trading für mich den oberen Punkt 2. Stop Loss kommt korrekterweise hier unter das Tief und ich bleibe so lange drin, wie das Ding grün ist, nach oben durch. Das ist klassisches Swing Trading, 4 Stunden Heike-Nashi-Basis. Extrem easy. Aber es kommt wieder auf alles auf das Gleiche drauf raus. Ich muss mein markttechnisches Auge schulen. Ich muss dementsprechend die Trendsau erkennen können und ich muss die Disziplin haben, abzuwarten, bis das Ding in der Korrekturzone ist. Wenn es der aus irgendwelchen Gründen hier oben schon abdrehen würde, beispielsweise nach oben, hier die grüne Kerze schon kommen würde, wäre für mich Finger weg. Aus dem einfachen Grund, die Korrektur hat nicht genügend abgebaut, um wieder die Power zu haben nach oben. Das ist ein bisschen praktisch wie dieses, oh, sorry, wie dieses Gummiband, wie dieser Extender. Das heißt, nur wenn das Ding richtig gespannt ist, dann hat es auch wieder die Möglichkeit, dass es sich richtig zusammenzieht. Und wenn es nur so ein bisschen labbrig gespannt ist, dann ist auch die Power, mit der es sich zusammenzieht,
ist relativ gering. Und deswegen ist entscheidend, immer schön abwarten, bis es in der die Korrekturzone ist. Zack, und dann knallt das Ding wieder nach oben. Wer das gerne lernen möchte, wie das funktioniert, ich will jetzt hier keine Werbung machen oder sonst irgendwas, deswegen Chris, musst du mir sagen, ob ich das nachher erwähnen darf, aber wer das lernen möchte, genau dieses markttechnische Auge, dieses Trainieren, dieses saubere Setups und ob du das nachher auf Heike Naschi handelst, auf Candle, auf Barcharts, das ist völlig egal. Das ist völlig egal. Ich nutze im kurzfristigen Bereich gerne die Heike Naschi, weil es für mich noch ein Setup ist, aber ansonsten das ist Trendhandel in perfekt, also Trendhandel pur. Na, ich sag mal, natürlich kannst du da nachher einen Input geben. Also uns ist ja wichtig, sag mal, ich weiß jetzt nicht von den Webinar-Teilnehmern, wir haben das jetzt nicht sondiert nach, wer ist jetzt JFD-Kunde oder nicht. Kannst du das natürlich zeigen, aber uns ist natürlich wichtig, dass die Kunden profitabel handeln. Ja? Also weil nur so können wir ja auch überleben, weil wir eben keine Market Maker sind, die sich an den Verlusten der Kunden bereichern, sondern wir können eigentlich nur überleben, wenn der Kunde A sein Konto behält, um damit natürlich zu handeln und natürlich auch seinen Erfolg weiter zu schüren, damit man da am Ende praktisch natürlich von dem, was wir leben, die Handelscommission, das ist das Einzige, wo wir Einnahmen erzielen, da natürlich dann auch an dem Kunden, mit dem Kunden Erfolg haben können. Und das ist natürlich das, wo man auch sagt, wir wollen natürlich auch hier die Ausbildung, deswegen auch das Live-Event und auch eine weitere Fortschreibung von solchen Events, um den Leuten eben klarzumachen. Und ich habe vorhin im Chat auch gelesen von einem Teilnehmer, der eben mit binären Optionen seine Erfahrung gesammelt hat und böse auf die Nase gefallen ist, sage ich mal. Und jetzt tatsächlich, er schreibt hier ein dickes Danke in den Chat nach dem Motto, er hat jetzt durch, sag ich mal, das, was wir bislang gesprochen haben, und das ist ja bei weitem noch nicht alles, aber eigentlich verstanden, worum es eigentlich beim Trading geht und eben nicht das wilde Dschungelzocken und die Suche nach dem Abenteuer und dem Kick, sondern eben, dass man da ganz anders rangehen muss, weil sonst ist man eben leider Gottes tatsächlich immer der, der einzahlt. Und das kann es natürlich nicht sein und das ist auch nicht unser Bestreben. Insofern, zu dem, was du nachher sagst, dann, Jörg, wie gesagt, kann man am Nachmittag ja auch nochmal einen Blick drauf werfen, ist es definitiv so, dass wir da gerade im Sinne dessen, dass wir mit dem Markus ja mit dir auch eine Kooperation anstreben, gerade wenn der Agena Trader dann da ist, neben der Ausbildung, das kannst du auf jeden Fall ansprechen, ist es was, wo ich sage, wenn das den Kunden hilft, profitabel zu sein und zu werden, und ich weiß, dass es das tut, weil es definitiv ein Tool ist, was einen da auch ein Stück weit an die Hand nimmt und diszipliniert handeln lässt, sage ich mir, Attacke, Angriff, das musst du auf jeden Fall machen. Eine Frage, die hier noch drin ist, hat der Agena Trader auch den Kaufmann Adaptive Moving Average Linie eingebaut? Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht kannst du mal kurz in dich gehen, Jörg. Tatsache ist, der Agena Trader kann alles, genau wie der MetaTrader übrigens auch. Man kann alles programmieren. Also es gibt keinen Indikator oder es gibt eigentlich nichts, was man nicht programmieren kann. Es sind alles nur Nullen und Einsen. Und letztlich mit dem richtigen Code kannst du jeden Indikator, jeden Moving Average oder was auch immer, sage ich mal, darstellen und natürlich dann auch entsprechend automatisieren. Da kam auch eine Frage vorhin zum Heike Naschi-Ansatz. Jetzt muss ich mal den Chat nochmal durchrufen. Ja. Experte, also, aber shoot du vielleicht erstmal. ganz kurz, ich schaue nachher sehr gerne mal nach, ob dieser Indikator drin ist. Ich habe nur Kaufmann verstanden, aber ich check das nachher mal. Wir handeln überhaupt nicht mit Indikatoren. Der einzigste Indikator, den wir mit dazu nehmen, das ist der RSI. Und der RSI ist für uns auch nur ein Feintuning-Instrument, um zu sehen, ob wir uns in einem überverkauften oder überkauften Bereich befinden, ob wir eine Divergenz sehen. Und zwar die Divergenz ist für uns nur in einem einzigen Punkt wirklich interessant. Wenn ich in der Korrekturzone bin, also immer vorausgesetzt Trendhandel, ja? Bewegung, Korrektur. In dieser Korrektur befinde ich mich in der Korrekturzone, ja. Sehe ich eine Divergenz im RSI, ist es nochmal ein zusätzliches Plus dafür, dass diese Korrektur ein Ende finden könnte und somit die Chance besteht, die Bewegung nach oben fortzusetzen. Jörg, vielleicht kurz eine Divergenz, ist nicht jedem klar. Eine Divergenz, sehr gerne. Ich glaube, wir sehen hier im Beast, werden wir gleich eine sehr schöne Divergenz sehen. RSI, Standardeinstellung 3070 habe ich hier. Warte, ich mache das hier mal anders. Also hier, vielleicht ganz kurz, Mensch, das ist ja immer so, man ist am Quatschen und man erklärt und Da wie auch geht ein immer. Set ab, da geht ein Set ab flöten, ich habe Ja, schon da gehen die gesehen. Setups durch. Da hier, Beast wäre gerade ein schönes Short gewesen. Beast, Divergenz komme ich sofort drauf, aber ich möchte euch eins jetzt nochmal kurz zeigen. Hier, Abwärtstrend noch voll intakt.
Immer noch. Ja, weil wir haben keinen Schlusskurs über dem letzten Hoch. Somit würden wir, wenn wir jetzt hier stark auf Long gesetzt hätten oder irgendwie als Trendbruch das Ganze schon definieren würden. Ja, also das vielleicht auch nur zu dem Thema Schlusskurse. Aber jetzt hier auf 5-Minuten-Basis. Ich möchte das Thema mit der Divergenz erklären. Indikatoren. Ich mache das hier mal schwarz, dass man das besser sieht. Solange du noch zeichnest, so. Auf jeden Fall ganz kurz. Also Ingolf, du hast recht. Also wie gesagt, mittlerweile die Software-Tools, die es gibt, sind definitiv ein Brett. Gerade auch für den privaten Handel. Das sind auch unsere Add-ons im MetaTrader, beziehungsweise es gibt eben viele Hilfen, die man auch nutzen sollte. Und wie gesagt, da wollen wir auf jeden Fall anknüpfen, um da sozusagen auch Ihnen als Trader zu helfen. Und Fernando schreibt gerade, ja, den Karma, den Kaufmann Adaptive Moving Average, den gibt es auch im Agena Trader. Da kann ich die Frage gleich mal vom Albert beantworten. Ja, also. Das passt auf jeden Fall, ist ja ein Klassiker. Ja, herzlichen Dank. Also, Divergenz. Erste Situation, wir haben steigende Kurse. Wir haben auch hier steigende Kurse. Wir haben aber hier einen fallenden RSI. Und das nennt sich eine Divergenz. Und zwar, wenn wir neue Hochs ausbilden oder auf einem hohen Preislevel verharren, wie eine Seitwärtsphase, aber einen fallenden RSI. Denn es ist eine Divergenz. Das gleiche wäre eine Divergenz, wenn wir einen fallenden Markt haben. Und mein RSI wäre beispielsweise steigend. Also das heißt, die RSI-Wellen, also das sieht man hier leider nicht, sorry. Ich zeichne, ich simuliere jetzt hier mal den RSI. Ja, die RSI-Wellen, so, dann hätten wir auch eine Divergenz. Fallender Preis, aber steigender RSI. Das ist Divergenz. Und das benutzen wir zum Feintuning. Also das heißt für mich im Umkehrschluss, genau jetzt hier in dem Fall von vom Beast, dass diese Korrektur, die wir jetzt hier nach oben gemacht haben, oder diese Aufwärtsbewegung, ja, auf Stundenbasis stellt es ja für mich wiederum nur die Korrektur dar, mit einem fallenden RSI, dass da oben jetzt einfach die Luft dünn wird und fallende Kurse zu erwarten sind. Das ist so ein Feintuning. Aber ich handle nicht nach dem reinen RSI. Ich weiß, dass der RSI von ganz, ganz großen Jungs benutzt wird mit Algos im Hintergrund. Und deswegen beziehe ich den RSI auch mit ein, weil ich weiß, dass er echt eine extrem hohe Relevanz hat. Ich hoffe, ich konnte es erklären. Ich denke, das war gut angekommen. Das war auf jeden Fall definitiv so weit, dass man das nachvollziehen konnte. Wenn nicht, schreibt es kurz Fragen rein. Ist ganz klar. Ja, war perfekt, schreibt der Fernando auch. Also Jörg, hast du so gemacht, wie man es machen sollte. Wie gesagt, mit den RSI-Tradern, da gebe ich dir recht. Also RSI ist ja nicht nur ein sehr bekannter Indikator wegen seiner Divergenzen und dergleichen, sondern eben auch einer, der am Markt immer gern eingesetzt wird. Auf jeden Fall durchaus zu beachten und in Kombination mit einem anderen Setup kann das immer Hinweise geben. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus, was der auch ausspuckt. Eine Frage, die Nicola hatte, ist auf jeden Fall auch gut. Sie schreibt nämlich gerade, wir als JFD geben die Order praktisch an einen Market Maker weiter. Das ist jetzt ganz gut, dass du das sagst. Wir werben ja auch mit 100% Anonymität. Also da muss ich jetzt kurz 2 Minuten einhaken. Und zwar der Punkt ist der, zum einen, wenn wir CFDs handeln, also gerade DAX, ja, also Indexprodukte, das sind ja Derivate praktisch auf den eigentlichen Markt, das sind CFDs, ja, die wir dann aber praktisch auch in einem Liquiditätspool sozusagen, also die Order von Ihnen geht dann in den Liquiditätspool an mehrere CFD-Anbieter. Und das ist der große Unterschied zu einem Market Maker, der eben der einzigste ist. Und dann praktisch nicht nur die Order auch sieht, sondern auch die Order natürlich entsprechend verwaltet, die Stops managt und eben dann auch an den Verlusten des Kunden partizipiert. Das ist bei uns nicht so. Die Order liegt bei uns auf den Servern und die Gegenstelle, in dem Fall beim CFD jetzt zum Beispiel die anderen Market Maker, weil die legen natürlich die CFDs auf, die sehen nicht, wo die Order genau ist, sondern das läuft per Signalübermittlung, wenn das
Price Level erreicht wird, dann geht die Order scharf in den Markt und dann nimmt der Market Maker die Order im Millisekundentakt auch an und der Gegenüber sieht auch nicht, wo die ihre Stops oder Take Profits liegen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Deswegen ja auch die 100% Anonymität. Das heißt, im CFD-Bereich sieht die Gegenpartei, also wir sehen es, weil sie auf unseren Servern liegen, nur können wir da das gar nicht ausnutzen oder auch handeln, sondern es liegt auf unseren Servern. Und die andere Gegenpartei im CFD-Bereich, die anderen Market Maker oder im Forex-Bereich, die ganzen Top-Tier-1-Banken, die sehen nicht, wo die Stops sind und nicht, wo der Stop-Loss liegt. Also die Order ist völlig anonym und die entsprechenden Triggersignale werden jeweils dann, wenn es zum Take-Profit kommt, wenn es zum Stop-Loss kommt oder wenn die Order eben abgefeuert wird, dann erst tatsächlich in den Markt gegeben und sozusagen an den Pool geleitet und dann kommt es zur Ausführung. Also es ist so, natürlich hat man den Markt als Gegner, ja, wenn man das mal so sagen will, aber im Prinzip ist es eben da auch mit dem Unterschied zu sehen, dass ihre Order völlig anonym ist und da kein Tobabo oder Glücksspielcasino oder Kundenausnehmen eben stattfindet. Ich hoffe, Nikola, das ist einigermaßen angekommen. Ansonsten ruhig nochmal nachfragen, ist überhaupt kein Problem. Ja. So, Tools MetaTrader 4 in Deutsch. Ja, da werden wir mal nachhaken. Wir machen noch einige Webinare zu den Add-ons. Da haben wir ja mit dem Micho unseren Plattform-Spezialisten. Ich habe ja auch letztens zwei Webinare dazu gemacht. Da kommt auf jeden Fall was. Ja. Also in Sachen Aufklärung weiter. So, jetzt gebe ich das Wort nochmal an dich. Ich lese den Chat nochmal durch. Ein bisschen Bewegung ist ja schon. Okay, also DAX wäre jetzt vorher was gewesen. Das ist halt immer, ihr seht, jetzt Beast. Jetzt. Beast. Jetzt habe ich vorher zwar die ganze Zeit darüber quatscht, dass das Ding die Korrekturzone nach wie vor hält und das Ding im übergeordneten Abwärtstrend ist und so weiter und so fort. Aber ich sehe jetzt hier auf den 5-Minuten-Basis einfach extrem sauber diese Geschichte hier. Ja, und da sind wir tief in der Korrektur und die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt tatsächlich diesen übergeordneten Abwärtstrend auf Stundenbasis bricht, die ist natürlich absolut gegeben. Jetzt habe ich hier eine schöne Bewegung nach unten, kleiner werdende Kerze, eine schöne kleine Kerze zum Einstieg. Das ist ein Signal, da muss ich drauf drücken. Also Beast, dementsprechend sind wir jetzt gerade long. Was ich vielleicht auch mache, zwar ich fange immer mit kleinen Positionen an. Das heißt, ich pyramidisiere nicht, aber wenn ich mit einem Wert anfange zu handeln, also von dem her, das würde jetzt auch für mich bedeuten, heute Morgen DAX und Beast und dann ist das Thema durch, dann fange ich immer mit kleinen Positionen an, bis ich so wirklich das Gefühl für diesen Markt habe und gehe dann nachher einfach her und erhöhe dann meine Position. Also das heißt, ich trade auch hier in dem kurzfristigen Bereich auf Minutenbasis nie mit 1% Risiko, sondern immer deutlich drunter. In der Regel 0,3, 0,5 maximal. Jetzt kommen noch ein paar Fragen. Also gerade Money Management ist richtig, Pyramidisierung auch, genau. MetaTrader 5 quasi, sind wir auch dran, den zu implementieren. Also das ist tatsächlich auch eine Plattform, die wir auch bieten wollen. Bietet zwar nicht immer Vorteile, aber hat, wie gesagt, auch seine Finesse. Man kann eben auch hervorragend Aktien handeln und hat auch unterschiedliche Timeframes. Das wird kommen. Mindestwert zum Handeln, Chris, musst du nochmal fragen, was meinst du damit, Mindestwert? Also wie gesagt, es gibt ja die Mini-Lots, Micro-Lots, Mini-CFDs. Dann nochmal die Frage spezifizieren. Und Roland fragt nochmal nach einer Trading-Statistik. Jetzt muss ich nochmal nach oben gehen. Ob du da eine statistische Auswertung hast zu den Trades? Also ich meine, hast du da so ein einzelnes Setup, was du dann praktisch mit den Heike-Naschi-Kerzen konsequent durchgezogen hast, Jörg, wo du dann sagst, okay, da hast du jetzt sozusagen einen Erwartungswert an das Setup, oder ist das, also wo du praktisch 100 Trades beispielsweise immer nach demselben Settings getradet hast, um dann sozusagen einen Profit-Faktor, Trefferquote, Erwartungswert und sowas zu haben. Hast du da schon statistische Auswertungen vollzogen in der Richtung? Oder der Agena-Trader für dich, oder wie auch immer? Das Einzige, was mich interessiert, ob das Ding profitabel ist, ja, nein. Also das heißt, da muss noch ein Plus dabei rausschauen und das tut's. Das gibt es Tage, die laufen sensationell. Es gibt Tage, da könntest du den Monitor an die Wand werfen. Ich habe keine Auswertung gemacht. Ich bin kein Statistiker. Excel kenne ich. Ich bin da kein Fan von. Ich bin da eher der Praktiker. Von dem her, ich glaube, das sollte man mal tatsächlich tun. Ich habe es nicht getan. Bei unseren anderen Setups, die wir handeln, das Dow House Setup,
Beispielsweise, da haben wir wunderschön im Magina Trader drin, unser Trading Journal. Das ist echt ein Traum. Vielleicht nur eins da dazu. Mit einem extrem disziplinierten Setup handeln wir dort und sind diesen Monat bei knapp 10% Profit. Und also das ist wirklich das Thema Trading, das kann man sauber erlernen. Es bedeutet, das bringt viel Disziplin mit sich, dementsprechend auch, man muss sein klares Setup und seine klaren Regeln haben. Und vor allen Dingen, du musst auch bereit sein, Minus-Trades in Kauf zu nehmen. So wie beispielsweise jetzt hier, Setup ist durch, Thema, ich muss raus. Ne? Wäre eine schöne Idee gewesen, war es nicht. Da muss noch dazu kommen, wir haben jetzt 10.30 Uhr auch News aus Great Britain, das ist immer sehr, sehr heiß. Jetzt Donnerstag heute kommen Inflationsdaten, Verbraucherkredite, Geldmenge, Hypothekengenehmigungen, ein bisschen was aus dem Immobilienbereich. Aber jetzt 10.30 Uhr, also in knapp 19 Minuten, knallt es da durch und das britische Pfund ist immer sehr, sehr hektisch oder das Biest auch da immer sehr, sehr bissig, will ich mal sagen. Und da ist es auch schon 10.25 Uhr manchmal so, dass die Währungspaare, die mit dem Pfund im Kontext stehen, extrem schnippig werden. Ja, also das ist wirklich so ein bisschen, wo ich einen Tipp aus der Praxis geben kann. Also wer sich damit im Währungshandel auseinandersetzt, sollte immer, gerade im kurzfristigen Bereich, dann mal so ein bisschen die News da im Kopf haben. Und das Setting hier korrektiv war definitiv legitim, bin ich dir 100% gefolgt. Aber man hat gesehen, dass die Unsicherheit jetzt vor den News doch schon noch ein Stück weit anhält. Und ich glaube, bis 10.25 Uhr, du hast das britische Pfund ja jetzt hier auf dem Schirm, können wir dann definitiv mal beobachten, pendelt der meinetwegen hin und her und schlägt wie so ein Hase immer wieder mal in die eine oder andere Richtung aus, um dann wahrscheinlich 5 Sekunden vor 10.30 Uhr oder 5 Sekunden danach extrem in eine oder andere Richtung zu spiken. Also das können wir uns dann definitiv mal angucken. Ich denke, da gibt es heute richtig Action beim Pfund. Und da gibt es auch im Übrigen, liebe Teilnehmer, einen Trader, der ein Tool geschaffen hat, um solche News zu traden, auch mit Pullback-Strategien. Den werde ich mir demnächst auch mal hier zum Live-Event einladen. Das ist wirklich einer, also ich bin auch kein News-Trader, ja, das kann ich gleich mal vorweg schicken, aber mit dem Tool, in Anführungszeichen, macht es echt Spaß, News zu traden. Man glaubt es kaum, weil da werden automatische Orders im Pyramiden-Style gesetzt, beziehungsweise auch Pullback-mäßig. Das heißt, es gibt einen Spike in die eine Richtung, es wird aber erst gewartet, bis ein Pullback erfolgt, dann automatisiert die Re-Entry. Ein ganz hervorragendes Tool, wo ich sage, das will ich Ihnen auch mal vorstellen und das wird, ich hoffe, Oktober, November machen wir mal ein Live-Event in die Richtung. Gerade mit dem Bezug News Trading, das ist eben schon ein heißes Eisen, gerade weil wir auch dann immer Spread-Ausdehnungen haben und Slippage, also die Preise in die eine oder andere Richtung schnippen, das ist nicht jedermanns Sache und da wird viel Geld verbraten und verloren, aber mit dem Tool kann man das tatsächlich ein Stück weit professioneller managen und begibt sich da als Privathändler tatsächlich auf eine Ebene, wo eigentlich viele Profis nur imstande sind, das umzusetzen. Das werden wir uns mal bei Gelegenheit anschauen. Aber wie gesagt, Pfund, Yen, korrektiver Gegenlauf, legitim, hätte klappen können, aber einfach zur nächsten Chance übergehen. Ne? So ist es. Also wenn wir nochmal das Auge auf den DAX nehmen, oder? Da ist momentan nichts zu handeln. Das ist absolut nichts zu handeln. Das Ding, naja, völlig Seitwärtsphase. Siehst du auf Minutenbasis. Siehst du rechts bei dir, ne? Siehst du, und wenn du da jetzt eben aggressiv jede rote oder weiße Kerze handeln würdest, machst du im Prinzip das Konto kaputt, ne? Das ist ganz klar. Warte, jetzt muss ich mal lesen, was noch. Das Tool ist für ein MT4 richtig. Das ist eine Art Add-on. Wie gesagt, da sind wir jetzt dann am Prüfen, sprechen, wie wir das machen und wie wir den Trader da integrieren können. Wird auf jeden Fall da drauf gesetzt. Die UK-Taten um 10.30 Uhr sind doch eher unrelevant. Ja, nicht wirklich. Also unrelevant für den Markt, aber für das britische Pfund nicht. Gerade für die Brexit-Geschichte wird ja eben jetzt drauf spekuliert, kann das Great Empire da wirklich alleine seinen Fortbestand feiern, wobei natürlich die EU-Verträge eh noch 2 Jahre laufen, ehe da wirklich was kommt. Und ist es alles so, wie es kommt? Da wollen wir jetzt gar nicht uns in Spekulationen üben letztlich. Die UK-Daten sind häufig fürs britische Pfund interessant. Also seien sie noch so nichtig für den Gesamtmarkt, fürs Cable, also British Pfund US-Dollar und auch fürs Beast British Pfund Yen ist es immer eine Hausnummer. Also ich würde mich wundern, wenn es heute keine Ausschläge gibt. Ein bisschen hin und her spiken wird er bestimmt. Ansonsten das Tool, das ist eine Art EA, ja, also manueller EA, sozusagen diskretionärer Handel wird hier durch automatisierte Effekte unterstützt, so will ich es mal sagen. Was haben wir denn noch? Da gibt es auch anderen Kameraden, wo es vielleicht jetzt ganz interessant ist, psychologische Übungen. Er hat persönlich das Problem, dass nach mehreren Stops hintereinander, also praktisch nach mehreren Ausstoppern, also Negativ-Trades, dann interne oder ich sag mal persönliche Blockaden entstehen,
um dann wieder sozusagen auf Fahrt zu kommen oder sag mal dann auch wieder den Mut zu haben zu traden. Hast du da, sag ich mal, aus der Praxis einen Tipp oder was man da eben machen kann, um solche psychologischen Wirren, oder hast du da eine Übung, machst du Mentaltraining, schnaufst du da durch, findest du deinen Chi kurz oder gibt es da einen Ansatz, wie du das löst, wenn du jetzt mehrere Loose Trades hintereinander hast? Also wenn ich mehrere Minus nacheinander habe, dann bedeutet das ja, dass mein Setup, vorausgesetzt, ich handle diszipliniert und ich handle nicht irgendwie einfach nur wild, dass mein Setup heute nicht funktioniert. So, wenn was nicht funktioniert heute, dann lasse ich das, mache die Kiste aus, Thema durch, mit mich hört anderen. Wenn ich allerdings undiszipliniert und wild versuche, irgendwelchen Kurse hinterher zu jumpen und sonst irgendwas und habe da mehrere Minus-Trades, dann einfach weg vom Rechner und sich einfach mal im Klaren sein, wirklich aus der Distanz, immer 3, 4 Meter weg, guck auf den Bildschirm und dann wirst du relativ schnell sehen, was für ein Schwachsinn man einfach da wirklich jetzt gerade produziert hat. Und ich glaube, das geht jedem so, dass er das auch sehr schnell erkennt. Wie gehst du da damit um? Tja, zwei Varianten. Entweder du hörst auf für den Tag oder du setzt dich hin und sagst, so, und jetzt ist fertig Spaß. Jetzt wird sauber, diszipliniert gehandelt. Und dann siehst du ein Setup und dann machst du es nicht. Bitte. Das ist das erste Lektion. Du machst es nicht. Du trainierst deine Disziplin, nicht drauf zu drücken. Beobachtest es. Wäre es aufgegangen, wäre es nicht aufgegangen, wunderbar. Wenn es aufgegangen wäre, dann weißt du, dass wenn du diszipliniert bist, dass es funktioniert. Also, warte, bis das nächste kommt, dann machst du es. Also, Trading ist ja manchmal so eine brutale Geschichte mit sich selber. Also, das ist ja draufdrücken, grün, rot, weiß, rot, das ist ja einfach, das kann ja jeder. Aber wirklich psychologisch mit sich selber, mental im Training umzugehen, das ist doch die große Challenge, die wir wirklich haben, oder? Ja, definitiv. Du, ganz kurz noch ein anderer Punkt. Der Protagonist, also das bist jetzt du gemeint, der Ingolf fragt, ob du wirklich nur mal mit MM1 handelst, weil es ist ja doch schon sehr, sehr hektisch. Also ich sag mal, dein Fokus liegt ja, also jetzt für heute, wir haben jetzt, sagen wir mal, vormittags 2, 2,5 Stunden, wir hatten auch schon mal 3 und am Nachmittag ja auch nochmal die Riege. Ist es jetzt bei dir so, dass du sagst, okay, das ist genau das, wo du aggressiv jetzt wirklich jeden Tag kurzfristig deine Trades suchst, oder ist es jetzt nur für den heutigen Event, weil wir eben nicht den ganzen Tag sozusagen jetzt 8, 9 Stunden miteinander verbringen? Ja, dadurch, dass ich ja, kein Vollzeit-Trader bin, ist es so, dass ich natürlich auch noch andere Setups habe. Das heißt beispielsweise diesen Dow-How-Handel, den ich betreibe, den mache ich auf Stundenbasis. Da muss ich vielleicht 1, 2 am Tag mal meine Signale checken und lege meine Orders in den Markt. Das ist für mich, aber das ist für mich einfach, das parallel neben meinem anderen Beruf her gut zu handeln. Wo mein Herz dafür schlägt, ist dieser kurzfristige Handel. Und ich finde es immer fantastisch, dass es heißt, der kurzfristige, das ist der aggressive und so, da geht viel. Ja, hallo, guck mal, seit 8.45 Uhr quatschen wir miteinander. Es gab genau im DAX ein einziges schönes Setup bisher. Das war heute Morgen 9.17 Uhr und es gab im Beast gab es eins, das war um, was ist denn das hier, 9.45 Uhr. Bisher haben wir kein Signal gehabt und wir sind auf Minutenbasis unterwegs. Zieh dir das mal rein. Wir sind auf Minutenbasis und wenn ich diszipliniert dran bin, habe ich momentan kein Setup. Ist ja irgendwie crazy, oder? Na, komm vor. Aber dann darf ich auch nichts machen. Das ist ja das. Dann darf ich jetzt auch nichts tun. Ich habe 2 Chancen bisher erahnt und war Setup-mäßig okay. Ging nicht auf. Alles klar, ich warte aufs Nächste. Ja, genau, und dann man hat es auch, das ist ja das auch, du kennst ja auch den Heiko sehr gut, mit dem hatten wir auch hier schon eine Webinar-Session im Scalping-Bereich. Bei ihm hat es Jahre gebraucht, um wirklich das Traden und das Webinar abhalten, ein Stück weit zu kombinieren, weil du durch das Reden und Erklären also wirklich viele Setups verpasst und er hat auch immer dann ganz lange nur im Demo gehandelt bei Webinaren, weil es schlicht und ergreifend eben die Konzentration nicht da war und das hat bei ihm Jahre gebraucht, um das jetzt eben tatsächlich so umzumünzen, dass er das mittlerweile
auch kombiniert kriegt. Und das ist tatsächlich so, wenn du das jeden Tag machst, wenn du es alle 2 Tage machst, hast du dann eine gewisse Erfahrung, die dich dann das auch durchstehen bzw. abhandeln lässt. Aber wenn man das nur hin und wieder macht, ist es enorm schwer, das tatsächlich umzusetzen. Also das muss man definitiv so sehen. Was du im wirklichen Leben machst, ist noch eine Frage, nebenbei bemerkt, Jörg. Kannst du ruhig mal hier vom Stapel lassen, aus der Schweiz, ne? Ja, das ist... ich weiß noch ganz genau, als ich meine Frau kennengelernt habe und so weiter, dann hat sie ihrer Freundin erzählt, du, ich habe hier einen tollen Typen kennengelernt. Was macht denn der beruflich? Also, dann sagt sie, ey, wenn er aus der Schweiz kommt, ey, aber bitte kein Banker. Dann sagt sie, nee, nee, der ist kein Banker. Dann sagt sie, echt, schlimmer, Immobilien. Ja. Ja, genau. Also ja, genau. Ich beschäftige mich hauptberuflich mit Immobilien. Ja, also die Assets sind dein Liebling. Das steht ja, fest. Ja, absolut. Ich bin ein Sachwertmensch. Mhm. Gold, Silber, Aktien und Immobilien. Sachwerte. Und nebenbei dürfen es auch manchmal CFDs sein. Ne? Das sind zwar Derivate, aber indirekt ja auch mit dem Markt verkuppelt. So ist es, so ist es. Aber ich meine, ein CFD, ich gehe ja nicht her und baue mit CFD beispielsweise irgendwie meinen Vermögensaufbau auf oder irgendwie das Thema Kapitalanlage, sondern das ist ja ein Handelsinstrument. Letztendlich ist es ja Geld ist ja auch, Geld ist Geldwert, das ist ja bedrucktes Blatt Papier, das einen imaginären Wert irgendwie hat und das benutzen wir ja auch als Tauschmittel, um Geschäft zu machen. So ist es. Und so sehe ich Derivate auch. Also ich würde beispielsweise nie auf die Idee kommen, mir ein CFD-Portfolio aufzubauen und damit meine Altersabsicherung versuchen zu gestalten. Das ist wenn, dann ist es ein Portfolio und das ist ein Bestandteil dessen. So ist es. Was der so handelt selbst, genau. Was der Hans ja hier noch einstreut, und vielleicht kannst du auch was zu sagen, das ist wirklich ein Punkt, der interessant ist. Da gebe ich eben ja auch übrigens mal den Tipp, wenn man, also sagen wir, wenn man jetzt länger getradet hat und man hat eine Equity-Kurve, die mindestens 30, eher noch 100 Trades oder mehr hat, dass man da dann versucht, da die charttechnische Analyse, sage ich mal, durchzuführen, also oder markttechnische Analyse, Dow-Theorie, nach dem Motto, haben wir wirklich Hochpunkte, Tiefpunkte, die steigen, also habe ich einen intakten Trend nach oben oder nach unten, und wenn die Equity-Kurve seitwärts schrägstrich abwärts geht, empfiehlt es sich manchmal, wie du vorhin auch schon gesagt hast, zu überprüfen, funktioniert mein Setup, funktioniert meine Psyche oder was funktioniert hier gerade nicht, weil ja offensichtlich meine Trades jetzt nicht profitabel mehr laufen. Und da kann man auch, und das hat der Hans hier auch als Vorschlag eingebracht, und das ist auch eine Methode, die tatsächlich viele Profis auch machen, sozusagen dann umswitchen von Realkonto auf Demokonto, um im Flow zu bleiben, aber dennoch eben erstmal zu sehen, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Hast du das schon mal gemacht oder kennst du das? Also ich erlebe es immer wieder bei Leuten, die ja bei uns im Ausbildungsservice mit dabei sind, die auf dem Demokonto etwas undisziplinierter handeln wie auf dem Realgeldkonto. Mhm. Und klar, es ist immer gut, Risiko rauszunehmen. Und in dem Moment, wenn ich natürlich aufs Demokonto wechsle, dann bin ich natürlich null im Risk. Ja, also dann geht es wirklich darum, die Arbeitspraxis nochmal zu verfeinern. Ist ein sehr guter, machbarer Weg. Die Gefahr ist nachher nur die meisten haben irgendwelche Demokontos mit Beträgen drauf, die dem Realkonto in keinster Weise entsprechen. Mhm. Und ich finde immer, wenn du ein Demokonto machst, dann solltest du das Demokonto auch in circa in der Größenordnung machen, wo du ein Realgeldkonto hast. Dass du von den Sizes her und vor allen Dingen von deinem Drawdown und auch von deinen Profits im gleichen Level drin bleibst. Weil ich finde, das ist, stell mir vor, du handelst auf einem Demokonto irgendwie ein 100.000er und gehst da mit Risks rein, wo du sagst, naja, Risiko ist 100 Euro, und danach gehst mit deinem 1.000 Euro Konto ran und versuchst einen Risk dementsprechend, also versuchst auch irgendwie 50 Euro oder 100 Euro zu ertraden. Gehst aber mit dem Risiko von 10 Euro an das Ganze ran. Also da stimmen die Verhältnismäßigkeiten nicht. Und, also das finde ich, wenn Demokonto, dann ist es wichtig, dass es etwa die gleiche Size hat wie auch das private Konto, damit man da von der Ordergröße her und vom Risiko und vor allen Dingen Risiko-Chancen-Verhältnis nicht eine falsche Erwartungshaltung, eine falsche virtuelle Welt sich aufbaut.
Na, da kommt auch noch dazu, da gebe ich dir recht, es ist definitiv ein Unterschied, ob du eben real oder virtuell handelst. Sei es auch nur eine kleine Größe oder sei es eine große, dann erst recht. Es ist eben doch ein Unterschied, wenn man den Eurobetrag sieht, der sich da bewegt. Da ist auch im Übrigen nicht schlecht, das sich überhaupt nicht anzeigen zu lassen, weil rein die Equity, also jetzt plus 30, 40, 50 Euro oder minus 20, 30 Euro, wenn man das ständig im Auge hat, kann das auch für die Psyche jetzt nicht so produktiv sein und lenkt einen dann auch von seinen eigenen Regeln ab. Deswegen sollte man da auch wirklich diszipliniert vorgehen und hier immer die, sag ich mal, den täglichen Blick oder sagen wir gerade, wenn man jetzt Trades abfeuert, jetzt wieder 1 Euro gewonnen oder wieder 10 Euro gewonnen, abwenden und sich vielmehr auf das Setup selbst fokussieren. Und das eben durchhandeln Ja. und nicht sozusagen immer an dem Euro oder den 10 Euros oder 100 Euro kleben, die sich da hoch runter bewegen, weil damit macht man sich kaputt, ne? Das ist ganz wichtig. Und im Demo ist es eben so, dass da teilweise auch, das ist ein großer Unterschied zum Realkonto, dann eben Emotionen nicht dabei sind. Deswegen gebe ich auch dem einen oder anderen durchaus mal den Tipp, wenn er jetzt im Demo richtig geübt hat. Hier, Jörg, ne, hast du im Auge, aber ich führe das kurz noch zu Ende. Wenn er dann im Demo richtig gut geübt hat, dann durchaus, wenn er dann einen Erwartungswert hat oder sag mal auch eine positive Skills, dass er dann praktisch wirklich anfängt, kleines sei es real mal zu handeln, wie das ist. Wir bei JFD haben ein Konto für alle, ja, also ab 500 Euro kannst du genauso traden als oder kriegst dieselben Preise wie einer, der jetzt mit einem 500.000 Euro Konto kommen würde. Das heißt, da machen wir keine Diskriminierung oder Unterscheidung. Da ist jeder Trader gleich, von klein bis groß. Und dann kannst du aber mit einem kleinen Konto, wobei ich eher den Tipp gebe, nicht unbedingt mit 500 anzufangen, aber ich sag mal, mit 5.000 beispielsweise und dann aber ganz diszipliniert kleine Sizes und nochmal gucken, wie die Psyche sich dann verändert, wenn man dann Order absetzt. Ja, da geht es jetzt auch nicht darum, gleich so die 200-300-Euro-Position dann aufzureißen und dann groß das Konto verdoppeln zu wollen. Das ist eher real. Aber es ist doch schon was anderes, wenn im Demo sich hier 50, 60 Euro was bewegt oder dann real. Und das muss man auch ein Stück weit erleben lernen. Deswegen gebe ich da den Tipp, wenn man da was Profitables hat, zum Demo üben, ganz klar, Skills, Tools kennenlernen, seine Psyche so ein bisschen konditionieren und dann aber durchaus auf den Real-Account wechseln, aber mit kleiner Size diszipliniert mal schauen, wie ist das denn eigentlich der Unterschied real und eben virtueller Handel und funktioniert das genauso? Und das sollte man wirklich erst mit kleinen Schritten dann anfangen, um eben zu sehen, ist das überhaupt was für mich? Weil die Ohrfeige wird definitiv kommen und da ist der Markt relativ hart nach dem Motto, wenn du falsch liegst, dann kriegst du sofort um die Ohren geschossen und wenn das eben dann reales Geld ist, was flöten gibt, dann machen viele auch den Fehler und sagen, oh Gott, das war jetzt mein Autoreifen oder es war meine Urlaubsreise oder was weiß ich. Und wenn das dann passiert, wenn man das personalisiert oder sozusagen persönlich irgendwie auf sich adaptiert, dann kann Trading wirklich, sage ich mal, sehr, sehr schwierig werden. Deswegen muss man da klare Linien fahren, braucht einen Tradingplan und wie du schon gesagt hast, auch eine klare Vorgehensweise. Und dann kannst du dir auch nichts vorwerfen, wenn du dich an den Regeln oder an die Regeln gehalten hast, wenn es eben mal schief geht. Weil Verlieren gehört leider zum Geschäft und das ist das Schwierige beim Trading, weil man es eben durchaus geschäftlich akzeptieren muss, haben viele damit ein Problem, weil Verlieren ist in unserer menschlichen Psyche leider Gottes nicht so als hinnehmbar akzeptabel. Deswegen denke ich mal, ist auch Trading eines der schwierigsten Berufe, wenn man es denn dauerhaft profitabel bewerkstelligen will, die man dann auch als sich annehmen kann. Da muss sich jeder darüber bewusst werden. Die Branche ist im Großteil leider Gottes von vielen Marktteilnehmern beseelt, die teilweise über Jahre, Jahrzehnte nur einzahlen. Das muss man ganz klar sagen. Christoph, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Wir sind so konditioniert in unserer Gesellschaft, in unserer Erziehung, dass wenn wir verlieren, dann haben wir was falsch gemacht. Richtig? Richtig. Genau. Das ist beim Trading aber nicht der Fall. Das bedeutet, den einzigsten Fehler, den ich wirklich machen kann, ist, sich nicht an mein Setup zu halten. Das ist der Fehler, den ich mache. Aber selbst wenn ich richtig handle, kann ich und werde ich Verluste machen. Das ist in diesem Business einfach ganz normal. Das ist das Gesetz der großen Zahl. Ich brauche die Minus-Trades, damit die Plus-Trades wieder kommen. Also nur Plus-Trades gibt es nicht. Minus-Trades sind wichtig. Die brauche ich sogar, damit meine Plus-Trades überhaupt wieder zustande bekommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wenn ich einen Minus-Trade mache, dass ich es falsch mache. Es sei denn, ich bin fachlich korrekt und ich halte mich an mein Setup diszipliniert. Wenn ich das nicht tue, dann mache ich einen Fehler. Aber dann mache ich auch einen Fehler, wenn ich einen Plus-Trade plötzlicherweise daraus sich ergibt. Also wenn ich fachlich nicht korrekt handle, mich nicht an mein Setup halte, und es kommt ein Plus-Trade raus, dann habe ich trotzdem einen Fehler gemacht.
der Fehler ging in dem Fall jetzt gut aus, ja, weil ein Plus rauskam. Aber Fakt ist eins, der einzigste Fehler, den ich im Trading machen kann, ist, sich nicht diszipliniert ein Setup zu handeln. Und es sich einzugestehen, dass auch wenn du einen Minus-Trade machst und er fachlich korrekt war, es kein Fehler war. Es einfach a part of the deal ist. So, Christoph. Das ist total alles anders konditioniert, wie wir sonst sind. Ja, genau, das ist die große Kunst. Aber Christopher muss das gleich im Chat reinschreiben. UK-Daten, wie gesagt, völlig unrelevant. Ja, da muss ich zugeben, hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass der überhaupt nicht sich bewegt. Aber ja, kommt vor. Ich gebe aber nur den Tipp, haltet das Fund mal im Auge. 10.30 Uhr, das ist zwei, dreimal die Woche, haben wir da News. Das ist praktisch wie 14.30 Uhr in den USA, eine ganz feste Zeit in UK. Wo immer Konjunkturdaten über den See tickern. Jörg ist jetzt versucht, hier direkt nochmal ein Entry zu starten, aufgrund der korrektiven Bewegung, die sich jetzt hier ergeben könnte. Und also für mich ist dieses Setup immer noch aktiv. Mhm. Also immer noch diese Aufwärts. Ich bin dementsprechend tief in der Korrektur. Ich habe hier unten nochmal den Boden nochmal ausprobiert. Mein RSI dementsprechend hier ist im überverkauften Bereich. Ich habe keinen fallenden RSI. Du hast sogar eine Divergenz, ne? Ich habe eine Divergenz, ganz genau. Und das ist der Grund für mich, dass ich sauber korrekt nach meinem Setup hier jetzt nochmal einen Long Trade eingehe. So, von dem her alles korrekt. Der Rest wird vom Markt entschieden. Übrigens die Frage heute Nachmittag, also wir haben ja 14.30 die Daten aus den USA, also 14.15, Jörg, ich weiß, du, wie gesagt, das ist ja auch ein großes Gimmick, was Jörg hier einstreut. Ich meine, er lässt uns da teilhaben an seiner Zeit, und Zeit ist eigentlich unbezahlbar. Aber der Punkt ist, bist du 14.15 heute Nachmittag auch nochmal am Start direkt für die Nachmittagssession? Wie gesagt, das ist ganz fantastisch. Die Frage kam, ob das 14 Uhr ist oder was auch immer. Also wir werden Viertel vor halb drei, 14.15 Uhr dann anfangen. Da haben wir 15 Minuten vor den US-Daten, ja. Und dann schauen wir mal, wie es dann danach weitergeht im vorbörslichen Handel. Und dann sind wir dann auch direkt zum US-Opening 15.30 an den Märkten, um so zu sehen, was Dow Jones macht und Co. Und dann gucken wir mal, was wir da noch rausfiltern können, und werden natürlich dann auch hier weiter frohlockend den Markt kommentieren, beziehungsweise ein bisschen die Skills rausbringen. Jetzt höre ich gerade, dass der Jens loslegt auf dem JFD-Desktop. Jens Klatt ist ja da auch mit bei uns im Sport. Also ich meine, ganz ehrlich, guck mal, wir haben jetzt heute Morgen, seit wir jetzt hier sitzen, wirklich, sei es im DAX oder sei es jetzt auch hier im Beast, wirklich nur eine einzige saubere Bewegung. Das war im Beast bergab und es war im DAX leicht bergauf. Mhm. So. Aber seitdem ist da echt wieder tote Hose drin. Man sagt ja auch, ich sag mal jetzt, wir hatten jetzt, gut, jetzt immer im September, so im Sommer, Juli, August, muss ich sagen, war das Sommerloch wirklich sehr, sehr stark spürbar. Da muss man wirklich sagen, da gab es, also neben der Volatilität, die beim Euro-US-Dollar ohnehin ständig weiterfällt, war das sehr, sehr zäh. Aber ich rechne schon damit, du hast auch vorhin den Euro-US-Dollar mit so einem Dreieck gehabt, mit so einem symmetrischen Dreieck im Chart. Mhm. Da ist ein Druckaufbau, so rum, ist da definitiv spürbar. Und ich denke nicht, dass wir jetzt hier noch über Monate lang weiter abfallen. Ich glaube, hier passiert richtig was, und da dürfen wir mal gespannt sein, wenn die Wahlen im November vielleicht erfolgen in den USA, wie die Märkte dann reagieren. Also es ist definitiv so, dass ich persönlich davon ausgehe, dass die Volatilität arg zunehmen wird. Jetzt sind wir auch hier Call to Action beim Pfund, sehe ich gerade. Ja. Aber das hängt auch viel mit dem Yen zusammen. Britisch Pfund Yen ist, wie gesagt, das ist immer ein Währungspaar, also zwei Konstellationen. Und der Yen hat gerade hier Stärke aufgefahren, die nicht ganz ohne ist. Mhm. Gegenüber allen Währungspaaren, genau. Mhm. So, was wir jetzt aber natürlich haben, und das sehen wir jetzt hier ganz schön, wenn er da drunter einen Schlusskurs hat, dann ist natürlich auch dieser Aufwärtstrend hier, den ich in Rot gezeichnet habe, der ist dann definitiv flatü. Der ist weg. Der ist gebrochen. Dann sind wir aber in einer trendlosen Phase. Das heißt, wir haben immer noch keinen bestehenden Abwärtstrend. Ja, da geht was. Da geht was. Also die News sind sozusagen jetzt verdaut gewesen, da hat sich der Markt kaum bewegt. Ja, markttechnisch, wie gesagt, steht er jetzt hier auch kurz vor einem möglichen Kick, ja, wenn der da jetzt nach unten rausbricht.
Aber der Yen ist heute ohnehin schon seit den Morgenstunden wieder stark zurückgekommen in Sachen Stärke und das, wie gesagt, beeinflusst sämtliche Währungspaare und British Pund Yen hat da natürlich als Biest da einen besonderen Charme. Aber du hast dich an das Bild im M5 gehalten. Übergeordnet hast du ja auch schon festgestellt, alle Yen-Paare, also Währungen, die in Yen gehandelt werden, US-Dollar-Yen, Euro-Yen, British Pfund-Yen, sind ja übergeordnet in einem Abwärtstrend. Ne? Der ist ja relativ klar. Ja, da trifft sich das von vorhin die Frage hier, welches Zeitfenster nehme ich denn nun? Es kommt immer dann auch darauf an, in welchem Timeframe du selber ja auch tradest, sage ich mal. Also wo du die Trades dann Schauen abfeuerst. wir uns Ne? das doch nochmal an. Also von dem her hier, ist klar, Tagesbasis, eindeutiger Abwärtstrend, Stundenbasis, aus meiner Sicht der Abwärtstrend nach wie vor intakt. Hier die Korrekturzone, der letzte Punkt 2 wurde zwar angehandelt, aber kein Schlusskurs drunter. Also von dem her, klar, es ist alles short, aber wenn ich jetzt auf Minutenbasis beispielsweise handle, dann ist doch für mich jetzt nicht unbedingt die Stunde das Entscheidende, sondern dann gucke ich mir den 5 Minuten an. Und beim 5 Minuten ist es halt de facto so, dass dieser Aufwärtstrend absolut hier intakt war. Also dass wir uns zu dem Zeitpunkt hier in der Korrekturzone befunden haben. Das war diese Thematik hier. Was natürlich erschwerend mit dazu kommt, ist, dass dieser 5 Minuten Aufwärtstrend hier natürlich schon ein sehr reifer Trend ist. Also, wo fangen wir jetzt am besten an mit dem Ding hier? Übertriebene Sinne. Ja, ist jetzt nicht gerade die sauberste Darstellung, aber Fakt ist, dass das Ding schon reif ist. Und so wie es aussieht, wird er jetzt hier definitiv gebrochen. Genau, das sind einige Stop-Orders. Also das ist, sage ich mal, da habe ich auf jeden Fall auch ein Auge drauf, ein Stück weit. Also wenn er den Support aufgibt, da liegen einige Stops und dann können das relativ schnell durchrauschen. Auch gerade, weil der Yen eben hier auch stark daherkommt. Das sieht jetzt mal nicht so uninteressant aus, ne? Um eben dann auch wieder jetzt im Umkehrschluss die größere, also die übergeordneten Timeframes wirken sich dann sozusagen nach unten hin aufgestaffelt auf. Das würde sich dann jetzt durchschlagen auf den M15, M5, wenn der da unten eben rausbricht, ne? Dann dreht der Bias sozusagen. Und dann würdest du im kurzfristigen Bereich wahrscheinlich dann eben auch wieder den Short eher suchen, wobei man ja sagen muss, du bist ja jetzt hier nicht auf 100 Pips aus oder so, ne? Das sind die schnellen Bewegungen, Nein. 1-Minuten-Chart, das kann eben 5 Minuten dauern oder eine halbe Stunde, aber du bist ja nicht den ganzen Tag investiert. Nee, nee. Und ich warte jetzt auch jetzt hier wieder auf den Long. Also, weil für mich nach wie vor, der hat hier die untere, die Korrekturzone ist ja sehr tief drin. Wir sind hier im Extrembereich wieder beim RSI. Für mich ist das nach wie vor, also von dem her, wenn er mir jetzt hier eine kleine weiße Kerze produziert, dann bin ich da auch echt gern gewillt, nochmal Long reinzugehen. Weil es ist doch so, bei diesem Setup habe ich viele Entries und viele kleine Ausstopper. Aber wenn da einer durchläuft, dann hole ich da einen riesen CRV raus. Und ich brauche bloß zwei, drei gute Moves am Tag. Also in dem Zeitslot, in dem ich trade, Stunde zwei, dann habe ich eigentlich mein Tagesziel, habe ich im Kasten. Ja, das ist auch das Trendfolgeprinzip, wo auch bei uns beim Live-Trading der Micho mit den positiven Pyramiden drüber gesprochen hat, dass du im Prinzip dann immer deine Trades je nach Setup eben durchziehen musst. Und er hatte da auch, wie gesagt, die Idee, die Pyramide aufzubauen, beziehungsweise ein vielfaches R im Sinne des Trendritts sozusagen rauszuholen. Und wenn er da 5, 6 Mal vorher ausgestoppt wird, um den richtigen Trendmove zu erreichen, dann ist das eben so. Seine Statistik und der Erwartungswert sagt das auch, dass das passieren kann. Aber wenn dann mal so ein Trend anfängt zu laufen und er positiv noch pyramidisieren kann, dann vervielfacht er, und er hat auch schon Trades mit 15, 20 R. Und sowas ist dann das, wo man das Ganze relativiert. Ja, da kannst du vorher 6, 7 Mal ausgestoppt worden sein. Wenn du eben dann, und das ist immer das ist eine Börsenweisheit, halt, die der André Costolani ja schon gepredigt hat, ja, aber Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen, da ist schon was dran. Das ist nicht nur so eine Floskel, Absolut. ne? Absolut. Also warum ich jetzt hier beispielsweise gerade zurückhaltend bin, die erste Kerze hier, die war mir schon ein bisschen zu stark. Von der Deswegen. Bewegung her, meinst du? Ja, die war mir hier schon zu groß. Also die hätte ich mir jetzt gewünscht, dass die auch wie so ein kleiner Doji hier ist. Dann wäre es super gewesen. Aber deswegen Füße still, DAX wäre so ein Doji, also Doji übertrieben, aber eine kleine Kerze.
Ich habe gerade das Gefühl, dass die Märkte gerade drehen. Also das heißt, sei es DAX oder auch, gießt du eigentlich gerade eher auf der Short-Seite deine Sachen findest. Ja, der Markt ist heute Könnte positiv sein. reingekommen. Wie gesagt, was auch so ein Punkt ist, die Gewinne vom DAX gehen ja jetzt so ein Stück weit wieder nach hinten los, ne? Und so ein starker Yen ist auch immer ein Zeichen für eine Schwäche an den Aktienmärkten. Man spricht mal von negativer Korrelation, ja. Also ich sage mal, wenn die Aktienmärkte steigen, sind die Yen-Pairs prinzipiell im Plus. Oder sag mal, der Yen verliert und beispielsweise das britische Pfund gewinnt. Das ist immer so die Korrelation. Und das ist wirklich etwas, was seit langem zu sehen ist und interessant ist, dass jetzt im Prinzip der Yen stärker wird und auch der DAX leicht schwächer. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Das kann schon jetzt hier nochmal schön kippen. Also das ganze positive Sentiment, das Upgap vom DAX. Der DAX ist ja ohnehin die letzten 2 Tage mega gut gelaufen. Sag mal, die himmelhoch schreiend, alles so positiv. So ist es ja nicht. Manche schauen auf die Deutsche Bank. Und das sind aber so Sachen, wo ich meine, mal gucken, wie es weitergeht. Also wie gesagt, persönlich, langfristig gesehen sind die Aktienmärkte ja ohnehin schon seit 2008, 2009 sehr, sehr gut gelaufen und es bedarf durchaus mal einen größeren Verschnaufer. Aber ich habe jetzt noch eine Frage vom Peter, sehe ich gerade. Was ist das denn für ein Add-on mit den grünen und roten Pfeilen? Da meint er jetzt bestimmt die Trade History, Jörg, die du drin hast, ne? Das, ja. Das Ding heißt Order Indicator. Gibt es im Internet. Oder das ist doch die JFD Order History, das ist doch das Gleiche, oder? Also ja, hier, das hier ist die Order History. Das ist die von JFD. Wo haben wir es denn? Order History. Hier, genau. Und ich hatte, bevor es dieses Update von JFD gab, mir aus dem Internet was gezogen. Und das war dieser Orders Indicators. Order Indicator, Orders Indicators, genau. Ja. Der zeigt praktisch Orders einfach die History. Orders an, genau. Das ist praktisch das Gleiche. Ja, ich kann das mit den Add-ons nochmal reinstellen, da könnt ihr euch das nochmal genauer angucken. Auch das Draw-Menü, das nennt sich Indikatoren-Suite. Da hast du im Prinzip, das sind jetzt keine Expert Advisors, sondern Indikatoren. Ja, da haben wir auch das, was vorhin kam, Vortageshoch, Vortagestief. Kannst du dir da in den Chart reinziehen als Indikator und eben auch die Trade-History. Dann kann man sich alles sehr, sehr schön angucken. Ich stelle es dann gleich mal in den Chat rein. Könnt ihr euch runterladen, installiert sich im Prinzip automatisch und die Erklärung dazu, wie gesagt, da machen wir auch noch Webinare, aber auch das Handbuch, beziehungsweise, gut, das Handbuch ist in Englisch, aber die Erklärungen sind sehr, sehr gut verstehbar, wenn ich es jetzt mal so sagen will. Und da könnt ihr euch im Prinzip da mal anschauen. Wie gesagt, nächsten Monat werden wir da auch noch mal mindestens ein Webi zu starten zu den Add-ons. Und werden da auch drauf aufbauen. Jetzt auch das britische Pfund hier, jetzt geht er schon nach unten weg. Ja. Also, ich meine, da ist jetzt klar, wir sehen, werden sehen. Wir haben jetzt da nur 2,5 Minuten, wo die Kerze läuft und ob wir da einen Trendbruch jetzt de facto wirklich haben oder ob der sich jetzt hier nochmal hocharbeitet. Aber Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er diesen Aufwärtstrend jetzt hier bricht. Eine Geschichte haben wir noch, und zwar, Jörg, wie verwaltest du eine offene Position? Wann gehst du raus? Das hast du, glaube ich, schon gesagt. Vielleicht ist der Teilnehmer nicht von Anfang an dabei, aber kannst du das vielleicht nochmal, also du hast es jetzt schon zwei Situationen gehabt, beziehungsweise drei, nach dem Motto, wie verwaltest du, wie gehst du jetzt damit um mit einer offenen Position? Also nochmal einfach, letztendlich ich versuche eine Korrektur abzuwarten und dann in eine Trendbewegung einzusteigen. Signal für mich ist Farbwechsel der Heike-Naschi-Kerze. Wenn der Farbwechsel nach einer Kerze, die klein sein sollte, bestätigt wird, manueller Entry, Stop-Loss unter das Tief. Also das letzte Tief der vorherigen, nicht Candle, sondern der tiefsten Tiefpunkt beim Aufwärtstrend. Ich manage den Trade so, dass ich manuell den Trade verlasse, wenn er nicht gleich für mich läuft oder massiv gegen mich. Das heißt, ich warte nicht ab, bis er mich in Stop-Loss reinzieht. Das ist Punkt 1. Und wenn der Trade dann beispielsweise positiv für mich läuft und ich nehme Gegensignal bekommen, das bedeutet wiederum Farbwechsel und dieser Farbwechsel bestätigt wird manuell raus. Ich denke, das war genau die Erklärung, die er wahrscheinlich gesucht hat. Aber genau das ist es, genau
explizit beschrieben, wie du das machst. Und dann greifst du im Prinzip auch den manuell ein und lässt jetzt nicht manuell ein und greifst jetzt, lässt dann nicht den Stop-Loss, der für dich ja wirklich einen reinen, ich sag mal, Worst-Case-Charakter eigentlich nur hat, ne? Also den Ist so. Sicherheitsstopp sozusagen. Ist so, genau. Es gibt im Machina Trader gibt es eine schöne Funktion, die heißt Soft Stop, also praktisch dieser Soft Stop, der sich automatisch nachzieht, und den stelle ich beispielsweise im Machina Trader, stelle ich den auf Bar by Bar ein, und nur wenn es einen Schlusskurs unter diesem Soft Stop gibt, dann wird der Hard Trail nachgezogen. Das ist eigentlich genau das, was ich jetzt manuell hier mache. Das heißt, Farbwechsel und Bestätigung des Farbwechsels manuell raus, macht mir hier die Software. Ist natürlich super entspannt, weil ich auf Minutenbasis handle. Ich kriege mein Signal angezeigt, das ich mir davor definiert habe. Das heißt, Korrektur, RSI und Farbwechsel kriege ich angezeigt. Mache einen Doppelklick auf das Signal. Dementsprechend habe ich meinen Einstieg und mein Stop-Loss inklusive meinem Soft-Trail, der gerade hinterherläuft. Also das heißt, es ist wirklich nur noch Kaffee trinken und La Paloma pfeifen. Das ist einfach geil. Ja, das ist, nee, das ist, da bist du diszipliniert, weil letztendlich der Rechner für dich das macht, was du eigentlich machen solltest. Ja, Und das sind wir auch heute wirklich auf einem Level, muss man auch ganz, auch mit den Kursen, die wir hier kriegen und die Preise, die hier reingeroutet werden, die Geschwindigkeit, das war vor 15 Jahren ja gar nicht vorstellbar, da hat man wirklich noch das Telefon teilweise in die Hand nehmen müssen. Das ist wirklich eine ganz andere So Geschichte, auch sieht das Ding aus. die Tools, die man hier hat, Ja. genau. So sieht das Ding hier nachher aus. Aber ja, das vielleicht in einem anderen Kino mal. Das machen wir mal definitiv in einem anderen Kino. Aber zu deiner Ausbildung wolltest du noch was sagen oder zu dem Brand dahingehend, was du und der Markus, glaube ich, ihr macht das zusammen, ne? Also Markus macht das. Das muss man ganz klar sagen. Markus ist da der absolute Leader in dem ganzen Thema. Ich und Markus, wir haben uns einfach lernen und lieben gelernt und arbeiten da intensiv zusammen und diskutieren viel, und ich versuche Markus da zu unterstützen, aber letztendlich, das ist der Markus, und der Markus hat mir selber sehr, sehr viel beibracht. Und das ist etwas, das ich jedem nur ans Herz legen kann. Wenn er mit dieser Thematik Geld verdienen möchte und nicht einfach nur einzahle, dann musst du diese Thematik erlernen. Und du erlernst es einfach nur dann, wenn du jemand hast, der dir A zeigt, wie das Ding konkret geht, und B, der dir kontinuierlich auf die Finger haut, wenn du nicht diszipliniert bist. Und das macht der Markus in seinem Trading-Service, gabeltrading.com, mit dem Dow-How, mit der Dow-How-Ausbildung. Die ist echt, wenn du es willst, kann die mega intensiv sein. Wenn du das mit einer gewissen Entfernung betrachten möchtest, kannst du es ebenfalls so nutzen. Aber Fakt ist, dein markttechnisches Auge, dein Auge für die Trends und deine Disziplin, dich an klare Regeln zu halten, die wird da extrem trainiert. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Die Performance, die wir da in diesem Premium-Service bei uns haben, der wirklich, wirklich nicht viel Geld kostet. Also im Vergleich zu anderen Services, die da unterwegs sind, ist das die Investition zum Nutze daraus, die ist fast lächerlich. Markus engagiert sich da unglaublich, und die Leute, die im Premium-Service bei uns mit dabei sind, die haben wahnsinnig gute Erfolge. Die haben aber nur dann Erfolge, und das ist der größte Lernerfolg, oder das, was mich am meisten daran freut. Der Lernerfolg bei Ihnen ist dann am meisten, wenn Sie selber realisieren, wenn Sie diszipliniert und sich an die Regeln halten, dann haben Sie ein Plus. Und genau das ist das Ziel, was wir mit diesem Premium-Service haben. Also von dem her, ich lade jeden da mal ein, da mal vorbeizuschauen. Und ich freue mich echt, wenn wir da mit JFD zukünftig zusammenarbeiten können, Na. weil guter Broker, geile Software, gute Setups. Boah, ehrlich, was willst du Kann mehr? Was eigentlich willst du nur mehr? funktionieren, genau. So. Und der Broker Ja. handelt um Gottes Willen nicht gegen den Kunden. Das ist ja extrem wichtig. Aber da gebe ich dir auf Naja. jeden Fall recht. Und ich sag mal, wer da noch mehr sehen will, wir hatten ja die IB Days, da war ja Markus Gast bei unserem JFD Live Trading Event. Das Video werde ich in Kürze, wir überlegen noch, ob wir einzelne Elemente schneiden, aber es zumindest erstmal teilen, weil es am Stück doch ein bisschen lang ist. Wir hatten ja den Markus beim Live-Trading-Event dabei und da hat er auch
viel von seinen Settings erklärt, aber auch natürlich dann auch kurz auf seinen Service hingewiesen. Und da werde ich euch, liebe Teilnehmer, da gern, also auf unserem YouTube-Channel, schaut da einfach mal immer rein. Ich werde das auf dem JFD-Desktop dann aber auch posten, nach dem Motto, jetzt haben wir die IB-Videos online. Da könnt ihr euch den Live-Trading-Event auch mal anschauen, da könnt ihr euch den Markus auch mal anschauen. Der redet halt, ich sag mal, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Ja, der eine liebt es, der andere hasst es. Man muss mit seiner, sag ich mal, klaren Ansage definitiv auskommen, aber er sagt ja auch selber, also Trading ist ein hartes Geschäft, ja, und da muss man auch die Disziplin haben, etc. Also er nimmt da kein Blatt vor den Mund und das lernt man live dort kennen und wie gesagt, das Video lege ich euch ans Herz und da geht er auch auf seinen Service ein. Ihr könnt euch die Gabel Trading Ausbildung mal anschauen, was er anbietet. Da muss ich schon sagen, auch die Performances bzw. das, was er da anbietet, ist schon ja, vergleichbar in der Branche nicht oft zu finden, sage ich mal. Also es ist wirklich was, wo er ist ja auch selber in der Vermögensverwaltung tätig, also macht das auch praktisch, was er theoretisch lehrt. Das hat schon einen hohen Mehrwert, das muss man ganz klar sagen. Und unabhängig dessen, dass wir jetzt schon wieder die Morning Session sozusagen jetzt rum haben, ist es so, dass der DAX sich jetzt hier schon wieder schön bewegt nach oben. Ne? Der Markt hat jetzt doch nicht die Ambition gehabt, nach unten wegzukippen. Britisch Funien ein bisschen stabilisierend hier genau am Punkt 2 da. Ein Stück weit interessant jetzt, aber jetzt laufen wir natürlich dann, gut, jetzt haben wir es gerade mal kurz vor 11, aber wir laufen so langsam in die Mittagsphase ein. Ich kann jedem nochmal sagen, wir werden auf jeden Fall 14:15 nochmal starten, wie gesagt. Dann können wir uns ja im Nachgang nochmal dann anschauen, was die Märkte bis zur Mittagszeit, über die Mittagszeit dann gemacht haben. Hast du noch was Interessantes, was du noch loswerden möchtest, Jörg, an dieser Stelle? Ich meine jetzt das korrektive Setting, was wir jetzt hier beim DAX da gerade sehen, wäre das ein Grund gewesen für dich da, neben dem, dass wir jetzt natürlich wieder geratscht haben, hier einzusteigen? Ja. Nein, 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 mhm. Nein. Ich liege jetzt auf der Lauer für einen Short. Mhm. Ja, und zwar... Warum bin ich hier beispielsweise jetzt nicht long rein? Also die Kerze hier, die wäre natürlich wirklich super gewesen, da haben wir wirklich tatsächlich getratscht. Die hier, da waren wir für mich schon wieder zu weit weg. Also jetzt bleibt die nächsten 30 Sekunden bei mir und nee, wir werden sehen, ob das, das ist ja, ob ich das sage, ein Short, genau. Als hättest du ein Short müssen. Wird oder nicht. Ja, genau. Aber das weist jetzt für mich zumindest mal wieder alle Kriterien auf, die ich gerne haben möchte. RSI ist zwar nicht im überverkauften Bereich, aber das ist ja wirklich nur das Feintuning jetzt nachher. Mhm. Ich möchte schon noch einen positiven Trade jetzt heute Morgen hier raustragen, weil ansonsten habe ich nämlich auch keinen Spaß mehr. Na, guck mal an. Na, ich meine, das ist vom Setting her, gebe ich dir recht, das sieht jetzt nicht so uninteressant aus. Schnauft ganz schön ruhig. Die Kerze ist auf. Was sagt mein Regelwerk? Was habe ich dir vorher gesagt? Was will ich sehen? Eine große oder eine kleine Kerze? Eine kleine im Prinzip, ne? Die ist dir jetzt schon fast ein Stück zu groß. So ist es, so ist es. So ist es. Also, man, wie langweilig ist Trading, oder? Wenn du dich an dein Regelwerk hältst oder halten musst. Da siehst du Dinge, die du nicht machen darfst. Also es kann vielleicht jetzt für den einen oder anderen da draußen sagen, boah, Mensch, drück doch mal drauf, Schmidt-Schneider, echt, das ist ja sehr langweilig. Aber wenn es einfach nicht mein Setup ist, ist es nicht mein Setup. Dann kann es aber wirklich sein, du hockst 2 Stunden vor dem Rechner und da geht nichts. Ja? Ja, der blinde Aktionismus ist häufig dann eben auch immer der Punkt, oder sagen wir mal, der größte Fehler bei den Tradern. Nach dem Motto, jetzt sitze ich schon 2 Stunden dran, jetzt will ich aber auch mal abfeuern oder will den Trade machen. Und ich sag mal, in der Masse verliert man, aber schlimm, wenn es dann eben auch noch klappt, dann denkt man, ja, richtig gemacht und man wiederholt eine negative Konditionierung und das ist dann was sich langfristig negativ auswirkt. Deswegen die Disziplin, ja, so blöd es klingt, Trading muss da wirklich nach Schema F abgefahren werden und da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist leider so. Ja, also das ist genau das. Gott, die Thematik, die habe ich in den letzten 13 Jahren mehr wie mehrmals durchgehabt. Dieses Traden des Traden-Willens und einfach draufdrückt und in diesen Aktionismus verfallen. Es hat mich echt unterm Strich immer nur Geld kostet. Und seit ich diszipliniert bin und vielleicht auch die eine oder andere Chance mir mal durchsausen lasse, seitdem ist es bei mir profitabel. Und letztendlich, jeder kann draußen für sich selber bewerten, wie er traden will und ob er das cool findet, ob er
ob er welchen Trading-Stil er super findet, welchen er weniger gut findet. Ist er eher so auf die brutale Nummer und springt auf jedes mit drauf oder hat er die Disziplin, viele Dinge abzuwarten und vielleicht wenige Trades zu machen, aber die halt danach unter Umständen profitabel. Das bleibt jedem selber entschieden. Ich habe für mich meinen Weg gefunden, von dem her, was auch cool ist. Also ich meine, da muss ich auch sagen, da glaube ich, bin ich in einer extrem komfortablen Situation. Ich muss niemandem was beweisen. Also auch mir selber nicht, was das Thema Trading angeht. Also von dem her, ich muss jetzt nicht irgendwie sagen, ich bin da der absolute Trading-Hero dieser Welt und kommt alle zu mir, pilgert und betet nachher irgendwie das Jörg Unser. Das ist mir sowas von egal. Mir geht's darum, mein Trading so zu machen, wie es für mich profitabel ist. Jetzt heute Morgen waren drei Chancen, die leider alle nicht profitabel waren. Ja, genau. Wir schauen auf die nächsten Chancen. Jetzt haben wir es kurz vor 11. Ich will ja auch, dass du dann, sag ich mal, nochmal Energie schöpfst, praktisch dein Ski nochmal für den Nachmittag ausrichtest, eine gute Mittagspause hast, Jörg, dein eigentliches anderes Geschäft ja nicht vergisst und vielleicht feuerst du jetzt dann über die Zeit, Mittagszeit nochmal ab, wer weiß. Die Immobilien ab, genau. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann in Bälde schon wieder den Kontakt herstellen. Wie gesagt, Aufruf an alle Teilnehmer, dasselbe Link wie bei der Anmeldung. Einfach nochmal praktisch dem Webinar heute Nachmittag beifrühen und dann schauen wir mal, dass wir am Nachmittag noch was Interessantes finden. Wie gesagt, die Bewegungen sind immer korrektiv. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Heute haben wir da schon einige Spins gesehen im 1-Minuten-Chart. Wie gesagt, gibt es da auch immer was Leckeres rauszufinden. Jörg hat einfach gesagt, hier ist Schluss bei der einen oder anderen Stelle. Hat das auch richtig entschieden, wenn ich das mal nachträglich so sagen darf, weil der ein oder andere Worst-Case-Stop wäre dann eh gerissen worden. Insofern Verluste klein halten, das ist das A und O. Und wenn, jetzt sagen wir hypothetisch gesprochen, heute Nachmittag der eine Run kommt, wie heute Morgen das Opening zum DAX zum Beispiel, wo er dann eben seine 10, 20, 30, 40 Punkte hochläuft, dann spielen die kleinen Verluste überhaupt keine Rolle. Die schlupfst du einfach runter und kompensierst es dann praktisch mit einem CAV-Trade von über 3, über 4, wo dann eben was geht. Ich meine, jetzt die Idee mit dem DAX hier, nimmt der just auch ein Stück weit Fahrt auf, ne, wo man sagt, okay, da war die aber die Candle zu groß. Da war einfach immer die Bedingung die, wo du sagst, nee, ist jetzt nicht genau das, was du suchst und hast du nicht abgefeuert, so what, der nächste Trade kommt bestimmt. Als ich begonnen habe, mit diesem Setup zu handeln, hätte ich den gemacht. Mhm. Da bin ich im Trade hinterhergerannt. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt hast du die Einstiegscandle letztendlich, die relativ groß schon ist. Mhm. Das bedeutet, du kommst ja aus der Korrektur eigentlich schon weit in der Bewegung erst in den Markt rein. Mhm. Oder? Mhm. So. Und jetzt fängt das Ding an, beispielsweise nochmal leicht zu korrigieren. Und jetzt kriegst du die erste kleine weiße Kerze. Mhm. Was machst du jetzt? Jetzt fängst du an, nervös zu werden. Oh, ist eigentlich ein Gegensignal. Und soll ich jetzt drauf drücken oder nicht? Ich drücke mal lieber drauf, weil ich will ja keine Verluste akzeptieren. So, jetzt hast du eine kleine weiße Kerze gehabt und danach kommt wieder eine schöne große rote Kerze. Dann beißt du dich wieder in deinen Allerwertesten, weil du denkst, wäre ich doch mal drin geblieben. Mhm. Und das ist mir immer wieder passiert, wenn ich den Einstieg gemacht habe mit großen Kerzen. Dass er erst nochmal kurz gegen mich läuft und dann aber Vollgas in meine Richtung. Wenn ich bei kleinen Kerzen einsteige, dann läuft er in der Regel immer gleich für mich in die Richtung. Ist besser für die Psyche. Na, das ist auch, wie gesagt, das sind ja Erfahrungswerte, die du hast. Und dann kommt jetzt, also nochmal die Frage, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht nicht gehört, also 14, 15 geht es mit demselben Einwahllink weiter, jetzt dann heute Nachmittag. Und dann können wir auch mal über einen Trading, Christian an dieser Stelle, ja danke, wie führen wir unser Trading-Tagebuch? Das ist jetzt eine Frage, die würde jetzt vielleicht zu weit führen. Vielleicht, Jörg, nimm es mal mit für einen Nachmittag, dass wir das vielleicht in der vorbörslichen Session, also wie machst du ein Trading-Tagebuch? Also die Frage ist gut, definitiv. Auch nochmal schöne Einstellung, Jörg, vielen Dank auch hier vom Dieter, auch vom anderen Christian, vom Hans. Wirklich das Webinar befrönen, eine beeindruckende Formulierung. Hast du wieder schön gemacht. Das ist wieder das Schweizerische, Deutsch, ne? Beifrönen. Also hier machst du das auf jeden Fall genau richtig. Und wenn wir uns heute Nachmittag wiedersehen, liebe Zuschauer, dann freue ich mich. Das Webinar selber wird jetzt konvertiert, wird demnächst hochgeladen. Ein gutes Stündchen wird es, glaube ich, dauern, ehe das alles abgelaufen ist. Das stelle ich dann, wie gesagt, auf den YouTube-Channel, den ich vorhin reingestellt habe. Werde dann auch nochmal im Stream auf dem JFD-Desktop das nochmal darstellen. Und wer von euch Bock hat, wie gesagt, kann uns da auch Fragen stellen in dem Chat, beziehungsweise dann heute Nachmittag auf jeden Fall. Und neben dem, dass der Jörg hier kein Ende findet, um jetzt die Korrektur beim DAX doch nochmal handeln zu wollen,
beziehungsweise den Move jetzt, ja. Du spekulierst auf den Bruch des letzten Hochs da, ne? Ja, das ist diese Abwärtsbewegung, die hätte aus meiner Sicht jetzt viel dynamischer ausfallen müssen, wenn jetzt wirklich dieser Abwärtstrend sich fortsetzen sollte. Das war ja das war die erste lange rote Kerze, dann praktisch vier oder drei Inside Bars, dann nochmal ein Move nach unten, dann wieder eine Inside Bar und dann eine kleine positive weiße Kerze. So, und die zweite Bestätigung dementsprechend wieder mit ein bisschen Druck drauf. Könnte sein, dass das Ding jetzt nochmal hochgeht. Also von dem her, ich weiß es nicht. Ich handle, was ich sehe. Und von dem her wirklich ein kleines Risk. Das Ding sollte jetzt natürlich langsam dann durchstarten. Ich meine, es ist jetzt 11 Uhr. Das ist ja total stressfrei. Also so früh gehen die Jungs in Frankfurt noch nicht essen. Nee, ist richtig. Kam ja erst um 9 zum Arbeiter, also von dem her, was sollen die da um 11 schon wieder mancher machen? Davon ist nicht auszugehen, da gebe ich dir vollkommen recht, nee. Davon ist nicht auszugehen. Genau, Nachrichten kommen auch keine, also von dem her haben wir jetzt gerade die Chance, vielleicht die nächste 3-4 Stunde ein bisschen normaler Marktverlauf zu sehen. Na, wenn es so kommt, wie gesagt, wir werden es ja heute Nachmittag nochmal auswerten. Spätestens heute Mittag wissen wir es. Ja. Spätestens heute Mittag wissen wir es. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, wie gesagt, das Danke kam auch schon rein. Nochmal wird das Webinar geschlossen, dass ich mich hier, genau, heute Nachmittag, also das Webinar wird jetzt dann in den nächsten Minuten auf jeden Fall beendet und dann heute Nachmittag einfach wie heute Morgen mit dem Einwahllink nochmal reinkommen und dann startet es wieder neu. 14:15 geht's los. Also Jörg, ich sage an dieser Stelle schon mal vorab, danke für die Morning Session, dass du bei uns warst. Das Dank der Teilnehmer ist dir auch sicher, so wie ich das hier vernehmen darf. Beim Trade lassen wir den jetzt einfach mal den Markt entscheiden und jeder von Ihnen kann ja auf unserem JFD-Desktop beziehungsweise Quatsch, auf unserem MetaTrader 4 selbst mal nachvollziehen, wie das Ding jetzt hier ausgeht. Sieht ja bislang mal gar nicht so schlecht aus, zumindest versucht er nach oben Druck aufzubauen. Und wir hören uns heute Nachmittag wieder. Jürgs, letzte Wort ist dir und dann gehe ich auch schon offline bis 14:15. Ja, das letzte Wort, ach meine Güte, da bin ich nicht gut drin, das letzte Wort. Letztendlich, ich finde Disziplin, 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 das ist das alles Entscheidende an der Börse, Regelwerk und eine gesunde Portion an Misserfolgstoleranz und sich im Klaren sein, dass nicht ein Verlust gleich ein Fehler bedeutet, sondern dass Verluste zum Business dazugehören, es sei denn, ich habe fachlich korrekt gehandelt. Dann ist es ziemlich alles erlaubt. Wunderbar. Also wie gesagt, okay. Du hast das wiederholt, aber das ist die Quintessenz. Lieben Dank erstmal, dass du mich eingeladen hast hier auch zu dieser Trader-Party hier, die wir miteinander machen und dass ich heute Nachmittag nochmal dabei sein darf. Es macht mir viel Spaß. Du merkst, es ist meine Leidenschaft. Ich verdiene da damit ja insofern jetzt kein Geld, dass ich mich da irgendwie nach außen promoten muss oder so, sondern ich habe da echt Freude dran und ich mache das, ich will einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten 13 Jahren, vielleicht dem einen oder anderen weitergebe, weil ihr müsst da draußen nicht alle Fehler machen, die ich schon mal hinter mir habe. Von dem her freue ich mich, wenn ich da meinen Input geben darf und freue mich auf heute Nachmittag. Ich bin sicher, dass wir heute Nachmittag ein bisschen mehr positive Trades auf dem Tablet haben. Perfekt. Dem gibt es nicht mehr hinzuzufügen. Ich sage auch danke und auf bald. Und wir gehen jetzt erstmal offline und ich wünsche mal allen vorab eine gute Mahlzeit. Danke für die Worte, Jörg. Danke. Und bis später. Ja. Servus, ciao.